Das letzte Spiel der NFL-Saison 2021 endete wie das letzte Spiel der 49ers in der Saison 2021. Interception und die Rams haben gewonnen. Yay. Soll ich mich jetzt freuen? Wann genau startet jetzt die nächste Saison der Niners, Frank? Ja, wahrscheinlich entweder an einem Opener gegen die Rams, aber das ist nicht so ganz wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich eher an einem Sonntag in einem Heim zu Hause höchstwahrscheinlich. Vollkommen richtig. 11. September 2022, 209 Tage von heute an. Das ist viel zu lange hin. Jetzt möchten wir natürlich trotzdem noch einmal den Los Angeles Rams zum Super Bowl-Sieg gratulieren. Gratulation auch an die Los Angeles Rams Germany und an Remily Radio, den Podcast von den netten deutschen Rams-Fans. Und ja, jetzt muss es aber auch genug sein mit den Glückwünschen. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir diese Zeit überbrücken. Und wie machen wir das heute, Ben? Indem wir uns Running Backs und Tight Ends anschauen. So sieht's aus. Los geht's. Es ist Dienstag, der 15.02. und Dienstag ist natürlich Niners Huddle, der 49ers Germany Podcast Zeit. Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag, einen herrlichen, wunderbaren guten Abend. Hier ist der Frank und an meiner Seite ist heute auch wieder der Ben. Schönen guten Abend, Ben. Hallo Frank, hallo liebe Zuhörer, und ich fange direkt mal an und korrigiere mich. Vom 15., also vom Dienstag, sind es natürlich nur 208 Tage. Meine Güte, willst du das jetzt für alle Zuschauer und Zuhörer, die uns dann in den kommenden Tagen erst anhören, dann auch noch direkt nochmal sagen, wie wäre es von Mittwoch und von Donnerstag ist? Das mache ich sehr gerne. Ich mache auch gerne in jeder weiteren Podcast-Folge, wo ich dabei bin, einen Tagezähler. Ja, sehr schön. Das kommt unbedingt. Ich werde so ein Ding mal auf die Homepage mit einbasteln, damit man direkt sehen kann, wann es denn endlich weitergeht. Es ist leider eine noch recht große Zeitspanne, aber wie das immer so ist, nach dem großen Finale folgt erstmal ein wenig die Luft raus. Alle Spieler gehen in Urlaub bzw. landen unter dem sprichwörtlichen Messer, was jetzt alles noch so gemacht werden muss. Die Chirurgen rund um die NFL-Teams werden sich wahrscheinlich gerade freuen, daher die haben nämlich gerade vollen Terminkalender. Das denke ich doch auch. Ich meine, ein Beispiel ist ja gestern Abend dazugekommen, aber wir wollten nicht mehr über dieses Spiel reden. Ja, schöne Grüße und auch gute Besserung an Odell Beckham Jr. Der hat sich das vordere Kreuzband gerissen im gleichen Knie, wo es vor 2 Jahren schon mal kaputt gegangen ist. Und ich meine, es wäre auch das vordere Kreuzband gewesen. Nicht gut, macht ihn vielleicht trotzdem für unsere Wide Receiver-Folge zu einem Free-Agency-Ziel, dann könnte er jetzt günstiger werden. Bitte nicht. Nein, ich glaube grundsätzlich auch nicht, aber seinem Marktwert wird das gerade nicht geholfen haben. Obwohl, die ersten anderthalb Viertel waren ja eigentlich gar nicht schlecht von ihm, im Gegenteil, die sahen sehr gut aus. Aber damit wir das Thema Rams so komplett abhaken für heute, Walter Payton Man of the Year wäre da zum Beispiel noch ein Stichwort, oder Ben? Das sehe ich auch so, ja. Andrew Whitworth, der wahrscheinlich sein letztes Spiel der Karriere gemacht hat, ist zum Walter Payton Man of the Year geworden. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, für die 49ers war Eric Armstead nominiert. Genau richtig, und er hat es leider nicht geschafft. Er hat ja noch ein paar Jährchen Zeit, wenn er bis 40 spielt wie Andrew Whitworth, dann wird das bestimmt auch noch was für Eric Armstead. Das denke ich doch auch. Wenn wir gerade bei Ehrungen sind, ich habe ja am Freitag schon im Livestream 1946 Live mit Michael darüber gesprochen, also mit Michael und Michael darüber gesprochen. Bryant Young ist dann jetzt schließlich verdientermaßen endlich in der Pro Football Hall of Fame angekommen. Auf jeden Fall. Das hat mich sehr gefreut, als ich das gestern gelesen habe. Ich habe ehrlich gesagt die Zwischenstufen, also die Halbfinals, also wie viele Spieler da noch in der engeren Auswahl waren, gar nicht so verfolgt. Als ich dann gestern aber gelesen habe, wer letztendlich drin ist, fand ich sehr, sehr cool. Mal wieder ein 49er in der Hall of Fame. Richtig klasse. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja in der Folge 108 mit Matt Maiocco schon mal darüber gesprochen, weil Matt ist ja mit im Auswahlkomitee. Wir hatten eigentlich damals so herausgearbeitet, dass wir annehmen, dass eventuell Patrick Willis größere Chancen hätte, in die Hall of Fame zu kommen. Jetzt muss unser absoluter Lieblingslinebacker noch ein bisschen warten, aber
dafür dann eben jetzt unsere Nummer 97 aus vergangenen Zeiten. Nick Bosa trägt sie ja auch, aber Bryant Young hat Nick Bosa zumindest noch mal eins voraus. Ziemlich lange hat er in der Liga gespielt und zweitens hat er auch einen Titel gewonnen, denn der ist in seinem Rookie-Jahr direkt mit dem Super Bowl rausgegangen und das wird Nick Bosa auf keinen Fall schaffen. Neben dem guten Bryant Young kommen Offensive Tackle Tony Boselli, der übrigens der erste Jacksonville Jaguar in der Hall of Fame ist, dazu Wide Receiver Cliff Branch, Safety Leroy Butler, der erste Schiedsrichter, der auch mit dabei ist, Art McNally, Linebacker Sam Mills, Richard Seymour, der Defensive Liner und Dick Vermeil. Das sind die acht Leute, die tatsächlich in diesem Jahr den Sprung in die Pro Football Hall of Fame, also nach Canton, geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch natürlich von uns an alle Spieler. Wusste ich tatsächlich auch nicht, dass jetzt der erste Jaguar in der Hall of Fame ist. Finde ich klasse. Fand sehr schade, dass Devin Hester es nicht geschafft hat. Aber gut, die Konkurrenz ist dementsprechend groß und da werden auch andere noch länger warten müssen. Auf jeden Fall. Ben, wir haben letzte Woche schon einmal über mögliche Abgänge aus unserem Coaching-Staff gesprochen, weil wir haben ja darüber geredet, dass Anthony Lynn neu als Assistant Head Coach zu den 49ers kommt. Und da haben wir schon einmal drüber spekuliert, ob das denn auch schon eine Versicherung ist für den Fall, dass Mike McDaniel das Team verlässt. Direkt nachdem wir aufgenommen hatten, stand es ja dann eigentlich fest, Mike McDaniel, neuer Head Coach der Miami Dolphins. Und was meinst du dazu? Mich freut's riesig für ihn, muss ich sagen, und ich fand's auch richtig klasse, wie er sich direkt auch Tua vorgestellt hat. Da gab's ja auch das ein oder andere Video auf der NFL-Seite. Er hat sich's auf jeden Fall verdient. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie gut das laufen wird. Wie er das mit den Dolphins meistern wird, wünsche ihm natürlich alles Gute. Und ja gut, bei uns ist natürlich jetzt ein kleines Loch da, was wir füllen müssen, aber wie gesagt, für ihn freut's mich sehr. Apropos Loch, Wes Welker geht dem geht Wes Welker mit ihm nach Florida und damit verlässt uns unser Wide Receivers Coach. Ist das jetzt ein Abgang, den wir tatsächlich betrauern müssen oder nicht? Also wir können ja mal einmal kurz schauen. Wir haben ein paar Abgänge inzwischen. Also Mike McDaniel zu den Dolphins. Richard Hightower, unser Special Teams Coordinator, unser ehemaliger, jetzt bei den Chicago Bears in gleicher Position. Über John Embry hatten wir schon gesprochen, ist jetzt auch vorgestellt worden als Assistant Head Coach bei den Dolphins. Wes Welker eben zu den Dolphins. Butch Berry, unser Assistant Offensive Line Coach, neuer Offensive Line Coach bei den Broncos. Und Zach Janza, ebenfalls Assistant Offensive Line Coach, jetzt bei der University of Kentucky Offensive Line Coach. Da tut sich richtig was bei uns im Coaching-Staff. Ja, aber ist jetzt gerade der Abgang von Wes Welker bedeutsam für uns? Wenn man die ganzen Namen, die du gerade vorgelesen hast, so hört, auf jeden Fall nicht. Das ist auf jeden Fall eine der Lücken, die einfacher zu stopfen sind. Ich habe auch mehrfach gelesen, dass das jetzt ein großer und schwerwiegender Abgang für die 49ers wäre, weil sich ja gerade in der vergangenen Saison Debo Samuel so gut entwickelt habe. Ja, das stimmt wohl. Der hat sich aber auch als einziger wirklich gut entwickelt von unseren Wide Receivern. Jawan Jennings im Verlauf der Saison auch, okay. Aber wir hatten jetzt zwei hochgepickte Receiver, die in ihrem zweiten Jahr im Endeffekt völlig aus der Spur raus waren. Das war letzte Saison Debo Samuel und diese Saison war es Brandon Ayuk. Und ich denke, da hat gerade der Position Coach, die immer erste Ansprechpartner für die Spieler sind, der die Spieler betreut, ne, den Head Coach sehen die mal irgendwie zweimal in der Woche oder irgendwie sowas und gut, wahrscheinlich unseren Head Coach Kyle Shanahan ein bisschen häufiger, weil er selber auch viel mit auf dem Trainingsplatz ist, aber im Normalfall ist nun mal der Positionscoach der Ansprechpartner Nummer eins und irgendwie kann da nicht so alles richtig gelaufen sein, weil in der letzten Saison wurde Debo Samuel mal, in der vorletzten Saison ein bisschen angezählt, auch öffentlich, sowohl auch von John Lynch als auch von Kyle Shanahan. In dieser Saison musste man wieder zu diesem Mittel greifen, weil man Brandon Ayuk irgendwie nicht anders in die Spur bekommen konnte. Und irgendwie scheint mir der Position Coach da nicht alles richtig gemacht zu haben. Das sehe ich komplett genauso. Ich meine, wie du gerade gesagt hast, der Position Coach hat dort die Schirmherrschaft über die Player seiner Position. Und wenn dann im Auge des gesamten Coaching-Staffs beziehungsweise vor allem im Auge des Head-Coach und auch des GMs, was nicht passt, ist definitiv der Position-Coach in der Verantwortung. Ja, da dürfen wir gespannt sein. Jetzt werden viele fragen, warum gibt es denn keine Coaching-Staff-Neuzugänge, die man schon vorstellen kann bei den 49ers?
Ja, weil das ja eigentlich schon traditionell nicht durchsickert. Das war mit Anthony Lynn eigentlich schon eine richtige Ausnahme, obwohl das auch von den 49ers bis jetzt immer noch nicht bestätigt ist. Aber es widerspricht auch keiner. Es könnte ein Zeichen sein, dass es so ist. Aber eigentlich haben die 49ers in den letzten Jahren ihre Veränderungen im Coaching-Staff, gerade die Zugänge, immer en gros, also en bloc, bekannt gegeben. Das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen auch erfolgen. Die wollen nur keine Wasserstandsmeldungen abgeben, sondern man macht es wahrscheinlich einmal einheitlich. Genau, das haben wir in der letzten Folge ja auch schon besprochen. Da können wir jetzt die nächsten Tage nur drauf warten. So sieht's aus. Was wir denn dann noch mal vermerken dürfen, der gute Mike McDaniel, der Verlust ist natürlich da, weil er ist jetzt 17 Jahre an der Seite von Kyle Shanahan gewesen, ist so sein wichtigster Assistant höchstwahrscheinlich gewesen über all die Spielzeiten, der auch viele Freiheiten gehabt hat, gerade was das Running Game anbelangt hat. Aber ich glaube nicht, dass es ein großer Verlust ist, weil es ist und bleibt das Shanahan-Scheme. Das hat schon vor Kyle und bei Mike Shanahan funktioniert. Und warum soll es jetzt dann damit auch jetzt nicht ohne Mike McDaniel funktionieren? Insbesondere weil Running Backs Coach Bobby Turner, der ja auch schon unter Mike Shanahan gute Arbeit geleistet hat, weiterhin beim Team ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen signifikanten Rückschritt nehmen sollte. Und Anthony Lynn gilt dabei ja auch als ausgesprochener Fachmann. Nochmal zurück zu Mike McDaniel. Der hat ja nur einen afroamerikanischen Vater, auch wenn er nicht so aussieht, was ihn natürlich in das NFL Minority Hiring Program sozusagen hineinstößt. Die 49ers bekommen wieder zwei Drittrunden Compensatory Picks dafür, dass er Head Coach bei den Miami Dolphins geworden ist. Das habe ich auch schon gelesen, war tatsächlich etwas verdutzt, aber so wie du das jetzt sagst, macht es natürlich Sinn. Sind auf jeden Fall Picks, die wir gerne mitnehmen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und da gibt's ein wenig Konfusion, beziehungsweise etwas, was in der letzten Saison noch nicht so ganz klar war. Das Minority Hiring Program der NFL ist neu seit der vergangenen Spielzeit. Da haben die 49ers für Robert Saleh zu den New York Jets schon zwei Compensatory Picks bekommen, nämlich einen für den letzten Draft und einen für den kommenden Draft. Im letzten Draft hat man Ambry Thomas dafür ausgewählt. Und der für den kommenden Draft, der ist im Paket sozusagen mit den beiden First-Round-Picks nach Miami verschifft worden, damit man Trey Lance auswählen konnte. Dazu gab es noch für Martin Mayhew einen Compensatory-Pick für die Saison danach, also jetzt wieder für 2023. Der ist ja letzte Saison neuer General Manager geworden beim damaligen Washington Football Team, jetzt bei den Commanders aktiv. Das Interessante ist jetzt, alles, was man nur letztes Jahr dazu lesen konnte, war, wenn ein Team weitere Compensatory Picks bekommen sollte aus diesem Programm, sollten die immer hinten dran gehangen werden. Würde ja bedeuten, es wäre 2024, 2025 gewesen. Jetzt liest man überall in allen Gazetten, die darüber berichten, dass man diese Picks jetzt schon bekommt. Sprich, dass die 49ers den jetzt einen schon dieses Jahr und einen nächstes Jahr für Mike McDaniel oder für den Mike McDaniel-Abgang bekommen sollen. Man sollte immer diese Picks hinten dranhängen, sozusagen, wenn die aus einem Hiring Circle sind, also aus einem Jahr. Wenn die aus unterschiedlichen Jahren sind, sollen die immer sofort vergeben werden. Ich bin gespannt, bis die NFL das offiziell bekannt gibt. Bis dahin wird man noch ein bisschen warten müssen. Das sehe ich auch so. Große Verwirrung. Bin sehr gespannt, wie sich das letztendlich auflöst. Ja, so sieht's aus. Bis jetzt hat die NFL nämlich immer 32 Compensatory Picks vergeben. Die waren aber eigentlich immer für Abgänge gedacht, um die zu kompensieren aus der Free Agency. Damit diese Minority Hiring Programm haben sie die Tür geöffnet, noch mehr davon zu vergeben. Das bedeutet auch, diese ganzen Picks und die ganze Gesamtzahl der Picks könnte nochmal wieder nach oben steigen. Und müsste man halt tatsächlich abwarten, wie man wo in welcher Gruppe dran ist. Wen das genauer interessiert, der schaut mal bei uns auf die Homepage. Da gibt's einen Artikel über die Compensatory Picks, da steht auch, wie das erklärt ist, wie das bei der Free Agency und dergleichen zustande kommt. Weil Stand jetzt heute, nach dem, was wir so wissen, hätten die 49ers im kommenden Draft dann tatsächlich doch wieder 9 Picks beieinander. Wo kommen die denn jetzt alle her zusammen? Wir haben keinen First-Round-Pick, das wussten wir jetzt schon alle. Da dürfen sich die Miami Dolphins dann jetzt freuen über den 29. Pick. Dann kommt unser eigener Second-Rounder. Da werden wir zum ersten Mal dran an Nummer 61. Dann sind wir dran an Nummer 93 mit unserem eigenen Drittrunden-Pick. Dann gäbe es wohl noch einen Compensatory-Pick anschließend. Der könnte dann irgendwann kommen, bevor die vierte Runde beginnt. In der vierten und fünften Runde jeweils einen eigenen Pick. In der sechsten Runde haben wir den Pick von Denver aus dem
Trade von Jonas Griffiths, dem Linebacker, vor der Saison. Und in der 7. Runde haben wir grandioserweise höchstwahrscheinlich 3 Compensatory Picks, nämlich für die Abgänge von Solomon Thomas, Kerry Hyder und CJ Beathard. Super. Ja, also man nimmt jeden Pick hinnehmen. Gerade die hinteren Runden haben sich in den letzten Jahren doch für uns als recht gut und ergiebig erwiesen. Die 49ers werden das auch brauchen, weil diese Rookie-Klasse würde summa summarum höchstwahrscheinlich weniger kosten als 8 Millionen pro Jahr. Und bei der engen Salary-Cap-Lage kann man damit schon mal einiges im Team auffrischen, nämlich 9 junge Spieler dazu und dann hoffen, dass der ein oder andere wieder einschlägt. Ich meine, Elijah Mitchell, über den wir gleich ja noch eingehend reden werden, haben wir ja auch in der 6. Runde letztes Jahr gefunden. Von daher, nehmen wir erstmal. Vollkommen richtig. An 196 gepickt worden. Bin mir ziemlich sicher, dass einer dieser 3 Siebtrunden-Picks ein Running Back wird. Aber gut, werden wir dann sehen. Aber du hast die McDaniels schon angesprochen. Das fand ich ganz witzig. Das habe ich heute gerade gelesen. Elijah Mitchell an 196 von Mike McDaniel gedraftet. Fehlt mir der Name. An 194 hat sein Vater einen gewissen Terrell Davis gepickt. Mittlerweile Hall of Famer. Also schauen wir mal, ob es für Elijah Mitchell auch dahin geht. Das ist ein weiter Weg und für einen Running Back führt es zumeist in die Hall of Fame nur über 1, über Super Bowl-Titel. Das ist richtig, ja. Schauen wir mal, wo das so hingeht. Könnte ja gut sein, aber das ist auf jeden Fall eine gute Überleitung. Wir haben uns ja letzte Woche schon über die Quarterbacks gemeinsam unterhalten, nämlich über die Situation, wie wir in die Saison gegangen sind, was draus geworden ist und wo es jetzt hingehen könnte. Heute wollen wir das Gleiche im Endeffekt tun, und zwar schauen wir auf Running Backs und Tight Ends. Wir fangen an mit Running Backs, oder ist ohnehin das erfreulichere Thema? Ja, das denke ich doch auch. Das ist schön. Dann machen wir mal ein paar einführende Worte zu den Running Backs. Wie sah es denn letztes Jahr aus, als die 49ers in die Saison gestartet sind? Verlassen haben die Niners damals das Free-Agency-Missverständnis, Jerick McKinnon, um es jetzt mal so zu nennen. 2 Jahre verletzt, 1 Jahr in dem letzten Jahr ganz gut gestartet und dann aus einem unerfindlichen Grunde nicht mehr zum Einsatz gekommen. Da muss es doch mehr als atmosphärische Störungen gegeben haben, der aber interessanterweise gute Playoffs gespielt hat für die Kansas City Chiefs. Austin Walter hat die 49ers verlassen, beziehungsweise sie haben ihn gecuttet und der Vertrag von Tevin Coleman wurde nicht verlängert. Beide sind bei den New York Jets untergekommen und haben auch dort überraschenderweise was für eine Rolle gespielt? Gar keine. Ins Training Camp gegangen sind die 49ers mit Raheem Mostert, Jeff Wilson, Jamichael Hasty, Trey Sermon, Elijah Mitchell, Wayne Goldman und wir nehmen die beiden heute einfach mit dazu, Kyle Juszczyk und Josh Hokitt als Fullbacks, weil dafür machen wir keine eigene Folge. Was ist denn daraus geworden? Wer von denen hat es denn geschafft tatsächlich dann in den Saisonkader? Weil dann wurde es ja schon enger. Da haben es dann geschafft gehabt, Raheem Mostert, da haben wir mit gerechnet, Jamichael Hasty, da haben wir schon nicht mit so ganz mitgerechnet, Trey Sermon und Elijah Mitchell. Auf der Strecke geblieben ist unter anderem Wayne Goldman und Jeff Wilson, weil der hat sich schon mal böse verletzt gehabt. Der fiel erstmal lange aus mit einer schweren Meniskus-Operation. Der kehrte ja dann Ende Oktober irgendwie zurück und das war schon nicht gut für die Saison. Kyle Juszczyk natürlich, keine Frage, fester Eckpfeiler auf dem 53er-Roster und Josh Hokitt erst entlassen und dann auf die Practice-Squad zurückgebracht. Das wären mal so die Rahmendaten zu den Jungs, die wir da so hatten. Aber das ist ja beileibe noch nicht alles. Wie man das im Running Back Core kennt, Verletzungen ohne Ende. Ging ja direkt gut los bei den Detroit Lions, oder Ben? Nee, auf jeden Fall. Raheem Mostert ist eigentlich ein Thema, was die Stats für dieses Jahr eigentlich schnell abhandeln kann, wenn man sich gleich in seinem zweiten Snap verletzt und für die ganze Saison raus ist. Fand ich sehr schade. Einfach, weil ich ihn gerne mag. Wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen, dass ich ihn einfach gerne wiedersehen würde. Ja, bin sehr gespannt, was das angeht. Ja, aber da ging es ja direkt weiter. Elijah Mitchell hat dann sozusagen übernommen, hat sich da auch direkt eine leichte Knieverletzung zugezogen. Und der hat ja in der Saison irgendwie auch alles mitgenommen, was es irgendwie gab. Trey Sermon hatte dann einen besonders guten Start. Mit seinem ersten Carry für die 49ers ist er mit einem bösen Hit von den Eagles direkt auf die Krankenstation befördert worden mit einer Gehirnerschütterung. Dann hat er durch die Special Teams einen Hit bekommen und ein High Ankle Sprain gegen die Minnesota Vikings lange ausgefallen. Trenton Cannon, auch einen, der im Laufe der Saison dazugekommen ist, auch mit Gehirnerschütterung viele, viele Wochen raus. Jeff Wilson, mehrfach Probleme mit Knie und Knöchel.
der gute Jermichael Hasty, viele, viele Wochen nicht dabei, auch mit immer Herr Ankle Sprain, und dann gab es noch die eine oder andere Verpflichtung unter der Saison. Da sprechen wir jetzt einmal einen Satz drüber, weil die haben alle irgendwie nicht wirklich stattgefunden. Das war die aufgelesenen Jack Patrick von den Cincinnati Bengals. Ja, schön. Brauchen wir nicht, haben wir nicht viel von gesehen. Eben Trenton Cannon, der dann eigentlich in der Offense keinerlei Rolle gespielt hat, dafür als Returner unterwegs war. Und dann kommen meine beiden Lieblingsverpflichtungen, weil man die nicht mal eingesetzt hat. Kerryon Johnson und Chris Thompson. Und dann auch noch Brian Hill. Boah. Ja, super. Die waren schon gut. Also die haben eine Menge Spaß gemacht, die Jungs. Wenn wir mal schauen, wo denn die 49ers Running Backs so gelandet sind, so nach, wenn ich bei PFF schaue und gucke, wer waren die besten Running Backs in der letzten Saison, dann steht natürlich über allen anderen Jonathan Taylor ganz weit oben. Das ist jetzt nicht überraschend, finde ich. Aber nach dem Saisongrade kommt Elijah Mitchell im Endeffekt schon auf Platz 18. Und das finde ich für einen Rookie eine beachtliche Leistung und vor allem auch mit sehr, sehr guten Grades. Und vor allem hat er eins durch die ganze Saison, auch inklusive Playoffs, geschafft. Nicht ein einziges Fumble. Das ist vollkommen richtig. Das ist mir auch aufgefallen. Ich meine, Elijah Mitchell, du hast es gesagt, ist ein Rookie. Dann hast du das 49ers Backfield, wo du immer mehrere Running Backs hast, die eingesetzt werden, die sich die Carries teilen. Beachtliche Leistung da, die Saison als 18. nach PFF abzuschließen, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Und ich freue mich sehr drauf, wenn wir ihn... Also ich meine, bin mir sehr, sehr zu 100% sicher, dass wir ihn wiedersehen. Aber freue mich sehr auf seine Spiele nächstes Jahr. Wenn man auf die Anzahl der erlaufenen Yards schaut, dann ist Elijah Mitchell sogar noch weiter oben am Ende der Regular Season gewesen. Da liegt er nämlich sogar auf Platz 8. Auch da steht Jonathan Taylor mit 1800 Yards über allem. Dann kommt aber schon ein Riesengap. Dann kommt ein Nick Chubb und ein Joe Mixon und Najee Harris mit jeweils über 1200. Und noch gerade Dalvin Cook, Antonio Gibson und Ezekiel Elliott, die es so gerade über die 1000 Yards geschafft haben. Und dann kommt schon Elijah Mitchell mit 963 Yards in nur 11 Spielen. Alle anderen vor ihm haben deutlich mehr Spiele gemacht. Also wenn der noch ein oder zwei Spiele nicht verletzungsbedingt ausgefallen wäre, hätte der uns endlich mal wieder einen 1000-Yard-Rusher geschaffen oder erschaffen. Wir erwarten schon seit Frank Gore drauf. Also von daher, das dauert ein bisschen. Vollkommen richtig, knapp 1000 Yards in knapp über 200 Carries ist schon eine Leistung als Rookie. Also da kann man überhaupt nichts gegen sagen und bin sehr, sehr froh, dass es bei ihm so eine Entwicklung gab in diesem Jahr. Ja, 4,7 Yards pro Lauf und damit ist er besser als Ezekiel Elliott, Antonio Gibson und Najee Harris und auch Joe Mixon, die alle in dieser Liste erstmal, was die Gesamt-Rushing Yards in dieser Saison anbelangt, vor ihm stehen. Und besser waren im Endeffekt nur Taylor, Chubb und Dalvin Cook genauso gleich. Also der auch 4,7, die beiden anderen 5,5. Getoppt werden die alle nur von Deebo Samuel, aber der kommt hier nicht auf die erforderliche Mindestanzahl von Läufen, um damit tatsächlich mit reinzukommen. Ja gut, was die Total Yards angeht, waren es auch nicht ganz 400, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Von Deebo Samuel meinst du? Ja, ja. Der hat 365 und der kommt auf 6,2 pro Laufversuch. Aber der fällt heute so ein bisschen aus dieser Folge heraus, weil wir wollten ja über Running Backs und nicht über Whitebacks sprechen. Nein, das ist Quatsch, wir reden auch kurz über ihn. Der war natürlich eigentlich so das Einhorn, in Anführungszeichen, der uns sozusagen die Saison hier und da ein bisschen gerettet hat, weil über Regular Season und Postseason ist Deebo Samuel interessanterweise der effektivste Runner überhaupt bei den 49ers gewesen. 5,8 Yards pro Attempt, 9 Touchdowns, 502 Yards. Also das ist schon eine Hausnummer. Da hat vor der Saison so mal überhaupt keiner mit gerechnet. Das ist richtig. Die einen nennen es Einhorn, die anderen nennen es Heiliger Gral. Kann jeder nennen, wie er mag, aber war sehr überraschend und hat mich auch sehr gefreut. Also es hat auch einfach Spaß gemacht, dabei zuzuschauen. Definitiv. Wenn man über die ganze Saison schaut, hat es Elijah Mitchell auch geschafft über die 1000 Yards. Dann kommt er nämlich auf 1132 Yards und immerhin noch auf 4,3 Yards pro Lauf. Da hat das ein oder andere Playoff-Spiel ihm das Ganze ein bisschen verhagelt. Da waren andere, hatten ein bisschen was dagegen, dass wir dort großen Erfolg hatten, was das Laufspiel anbelangt. Also insbesondere die Rams haben da ein bisschen die Statistik verhagelt, aber das ist anderen auch schon so gegangen. Also der war auf jeden Fall, also Deebo Samuel war die Überraschung der Saison und natürlich Elijah Mitchell unter den Running Backs ohnehin.
Was haben wir denn? Jetzt hat Elijah Mitchell natürlich auch den einen oder anderen Rekord gebrochen bei den 49ers. Er ist jetzt der Rookie mit den meisten erlaufenen Rushing Yards überhaupt. Hat da einen gewissen Vic Washington abgelöst. Der stammt, glaube ich, aus dem Jahr 1970, der vorher bestehende Rekord. Also von daher, da hat man wirklich, wirklich in der sechsten Runde Gold gefunden. Und wo sich dabei nach dem Draft noch so viele aufgeregt haben, nachdem man ja vorher schon Trey Sermon gepickt hatte, warum nimmt man denn noch einen Running Back? Ja, die Antwort hat man relativ schnell bekommen. Nämlich erst die Wilson-Verletzung, dann die Mostert-Verletzung und schon standst du ohne Running Back da. Ja, ich meine, ich kann uns da schon auch mit einschließen, beziehungsweise mich vor allem. Ich saß mit Fragezeichen über dem Kopf da, hab mir gedacht, okay, Kyle Shanahan wird schon wissen, was er tut. Hat gewusst, was er tut, wenn man jetzt so auf die Saison zurückschaut. Und war ein sehr, sehr guter Pick, womit ich vor der Saison nicht so mit gerechnet habe, dass aus diesem Pick das wird, was jetzt draus geworden ist. Ja, er hat am Saisonende und gerade in den Playoffs hat ihm ein bisschen Explosivität und Schnelligkeit gefehlt. Das konnte man dann sehen. Da hat sich dann auch tatsächlich wahrscheinlich die harte Saison bemerkbar gemacht. Da haben sich die vielen, vielen Carries bemerkbar gemacht. Und vor allem auch die Knieverletzung, die er jetzt schon seit ein paar Wochen mit sich rumgeschleppt hat. Wenn der in der neuen Saison noch wieder ankommt und wieder fit ist, glaube ich auch, dass wir den auch als Passempfänger häufiger sehen werden. Das haben wir gerade in den Playoffs mal hier und da gesehen, dass der in der Flat auch mal den einen oder anderen schönen Ball gefangen hat und da auch ganz gute Hände gezeigt hat. Ich glaube, das werden wir häufiger sehen, insbesondere weil die 49ers einfach keinen Third-Down-Back bis jetzt haben. Und ob man dafür in der Free Agency, sprechen wir natürlich am Ende der Folge gleich nochmal drüber, ob man sich so einen dort holt, glaube ich eher nicht. Und ob man so einen dann in der Draft findet, glaube ich dann auch nicht. Auf jeden Fall, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich meine, das ist das, was wir in den letzten Folgen auch schon angesprochen haben. Es ist einfach ein ganz anderes Spiel in der NFL als im College. Es ist ein viel schnelleres Spiel, das ist ein härteres Spiel. Es geht über mehr Wochen und da macht sich dann für so einen Rookie-Running-Back bemerkbar, dass es einfach, auch wenn es jetzt bei ihm nur 11 Spiele waren, aber mit diesen leichten Ledierungen, die dazwischen noch lagen, sind die fehlende Explosivität in den Playoffs dann damit zu erklären. Und mit der Rolle bezüglich der nächsten Jahre oder bezüglich des nächsten Jahres bin ich da ganz bei dir. Ich meine, er hat jetzt eine ganze Offseason sich zum einen auf diese Ausdauer, damit er auch eine ganze Saison durchhält, vorzubereiten. Und zum anderen auch, was den Receiving Back angeht. Also da bin ich ganz bei dir. Bei ihm sieht man etwas Interessantes, wenn man sich anschaut, wie er eingesetzt worden ist. Er hat 262 Mal den Ball bekommen. 192 davon waren Zone und 90 waren Gap. In Zone ist er deutlich effektiver mit knapp 2 Yards mehr als in Gap. Das ist ganz interessant, wenn man auf einer kleinen Sample Size nur schaut, wie Trey Sermon eingesetzt worden ist. 22 Snaps in Zone und 18 in Gap. Also das hält sich ja fast die Waage, während das bei dem anderen ein Verhältnis von 2/3 zu 1/3 ist. Also auch da wird man wahrscheinlich sehen können, wo es in der kommenden Saison denn hingeht. Weil Trey Sermon ist jetzt für mich die Überleitung zum nächsten Back, den wir hier im Backfield haben und in der kommenden Saison auf jeden Fall im Dress der 49ers wiedersehen werden. Der ist sowas wie Trey Lance, über den wir letzte Woche gesprochen haben, als auch Aaron Banks, über den wir in den nächsten Folgen mal sprechen werden, eigentlich ein Pick aus 2021 für 2022. Genau das. Wir haben es letzte Woche schon ausgewertet, dass es im letzten Draft einige mehr dieser Picks gab. Trey Sermon bin ich da ganz bei, das ziehe ich da auch auf jeden Fall dazu. Klar werden wir ihn wiedersehen in Rot und Gold und denke auch, dass er dann auch definitiv mehr Snaps bekommen wird. Also da kann man auf jeden Fall, glaube ich, von ausgehen. Insbesondere, weil er es auch aus dem College gewohnt gewesen ist, jetzt gerade auch zum Beispiel mit Justin Fields in der letzten Saison, aber auch halt davor schon bei den Oklahoma Sooners, mit Kyler Murray und Co., auch gerade mit laufenden Quarterbacks oder mit Running Quarterbacks zusammenzuarbeiten. Und da sieht das ein bisschen anders aus als mit so einem reinen Pocket-Passer mit Übergabe und dergleichen. Und ich glaube, da werden wir ihn auch hier und da im Passspiel sehen. Und insbesondere wird er wahrscheinlich der Back sein, der auch mehr durch die Mitte läuft, nämlich durch Gap und nicht durch Zone. Und das sieht man, glaube ich, auch schon bei dieser kleinen Sample-Size. Aber den werden wir sehen. Und dann werden wir auch endlich sehen, warum man den gedraftet hat. Der hat in dieser Saison aus meiner Sicht an zwei Stellen einfach Pech gehabt. Er war am ersten Spieltag nicht aktiv. Klar, da hatte man andere Running Backs aktiv. Da hat sich Sermon verletzt und so konnte Mitchell in diese Rolle reinkommen.
So, und wenn es dann eigentlich die angedachte Rollenverteilung gegeben hätte oder diesen Split gegeben hätte ab dem zweiten Spiel bei den Eagles, aber da ist er ja direkt mit einer Gehirnerschütterung rausgeschossen worden. Und dann geht so eine Saison leider auch schon mal den Bach runter im Endeffekt für einen Rookie, weil sich ein anderer einfach festgespielt hat und weil Kyle Shanahan in dieser Saison im Gegensatz zu den Jahren vorher tatsächlich immer mal einen Back festgehalten hat. Ja, hat mich auch sehr überrascht, aber ich meine, wenn es läuft, warum nicht? Klar ist es dann schade für Trey Sermon, dass ihm dann die Snaps fehlen, aber man muss auch einfach von dem Gedanken weggehen, dass man die Running Backs immer draftet und direkt als Nummer 1 Running Back haben möchte. Gerade was unser Backfield und du hast es gerade gesagt, wenn man so einen Running Quarterback hat, angeht, die ganze Situation betrachtet und da wird die nächste und dann auch die Saison 2023 deutlich Aussage darüber treffen, wie es, was unser Running Game angeht, weitergeht. So sieht's aus. Ob Jeff Wilson noch Teil des Ganzen sein wird, wage ich mal irgendwie zu bezweifeln, weil zum einen war die Saison sehr, sehr wackelig von ihm, lange, lange verletzt ausgefallen und er wird jetzt Free Agent. In den Spielen, wo er drin war, hat er mich bis auf in einer Partie nicht überzeugt, das war gegen Atlanta. Das war aber jetzt auch nicht unbedingt ein Maßstab, weil eine Run-Defense haben die nur eigentlich nicht, ohne den guten Falcons jetzt nahe treten zu wollen. Genau das ist es. Also wir haben es gerade schon angesprochen, Mitchell und Sermon werden wir auf jeden Fall in Rot und Gold wiedersehen. Die Running Backs, über die wir jetzt sprechen, Mostert, Wilson, Cannon und Hasty, sind alles Free Agents. Das sind einfach Situationen, wo man schauen muss, sieht man die im nächsten Jahr wieder? Und da bin ich tatsächlich auch bei dir, dass ich mir bei Jeff Wilson da nicht ganz sicher bin, beziehungsweise es eher bezweifle, dass wir ihn wiedersehen. Gerade auch, er hat seine Backup-Rolle hinter Mitchell hat er gut gemacht, gar keine Frage. Aber das lag eben auch zum Beispiel an der Verletzung von Mostert und dem wenigen Einsatz von Rookie Trey Sermon. Und ich denke nicht, dass das langfristig mit Jeff Wilson dann so weitergehen wird. Also er hatte nur ein Spiel, habe ich ja gerade schon gesagt, wo er mich überzeugt hat. Das waren 110 Yards bei 21 Läufen gegen die Falcons. Ansonsten steht da nicht viel. Ne? Da stehen jetzt am Saisonende 3,7 Yards pro Attempt. Wenn ich das eine gute Spiel rausrechne, da waren es mal 5,2, dann ist er da deutlich unter 3. Und das ist für einen Running Back, der im Jahr davor noch der Leading Rusher des Teams gewesen ist, eigentlich gelinde gesagt eine Katastrophe. Der war das ganze Jahr über einfach nicht fit. Der ist auch nicht fit geworden. Und das ist auch gerade in den Playoffs zum Problem geworden für die 49ers, weil der stand dann zweimal im Endeffekt an der Seitenlinie und konnte eigentlich nicht eingesetzt werden. Und du hattest praktisch keine Alternative zu Elijah Mitchell, weil der Nächste, der dann noch mit dabei ist, Hasty, einfach nicht dazu gebrauchen ist, dass man den mal mit dem mal durch die Mitte laufen könnte, weil der ist ja so klein und so dünn wie wirklich eine kleine Binne Parkuhr. Genau so ist es. Man kann einfach nicht in die Saison gehen, so wie dieses Jahr, und immer darauf warten, okay, es gibt ja auf dem Free Agency-Markt noch genug andere Running Backs, die man verpflichten kann. Das sind einfach auch, was die Leistung angeht, ist es auch einfach ein Abfall. Und mit Jeff Wilson, jemanden, der dann immer wieder verletzt ist oder einfach seine Leistung nicht abruft, das ist dann ein Running Back, auf den man gut und gerne verzichten kann. Dazu kommt jetzt noch, dass Jeff Wilson gerade auch in dieser Saison schon relativ teuer war für die 49ers. Er hat nämlich einen Vertrag über $2.050.000 unterschrieben vorher. Das wird angesichts von einem engen Cap, ist also aus meiner Sicht schon zu viel für einen Running Back, der nicht spielt oder der wenig spielt, da 2 Millionen fest anzulegen von einem engen Cap. Würde ich nicht tun. Da würde ich im Endeffekt warten wollen, ob den irgendein anderer signed. Und wenn nicht, zu einem Minimum-Deal könnte man den vielleicht zurückbringen. Ansonsten würde ich sagen, auf keinen Fall. Bin ich bei dir. Da sind wir uns einig. Jermichael Hasty wäre der Nächste, über den wir mal sprechen können. Wenig Carries bekommen, um genau zu sein, nur 16. Daraus sind 68 Yards geworden, 4,3 pro Lauf. Ja, und jetzt gucken wir mal in die Saisonphase, wo es interessant geworden ist, wie viele Carries er da hatte. In den Playoffs gegen die Rams 0, gegen die Playoffs gegen die Packers 0, in Dallas 0. Was sollen wir dazu jetzt noch sagen? Er ist gerne bei Third Down auf dem Feld, hat dann oftmals das Problem gehabt, da nicht glänzen zu können, weil den einen oder anderen Ball hat er bekommen. Mir fällt da unter anderem mal so ein Spiel in Green Bay ein und auch zu Hause gegen Green Bay, wo man dann eher auf der Seitenlinie ausgerutscht ist, anstatt einen freien Pass dort zu fangen und da im Endeffekt in die Endzone laufen zu können.
Also da lag er mehr auf der Nase und hat sich aus meiner Sicht nicht empfohlen. Da fehlt der Schritt aus einem guten ersten Jahr ins zweite Jahr. Da ist für mich keine Verbesserung. Der hat mir nicht gezeigt, dass er auf jeden Fall in der kommenden Saison wieder einen Platz in diesem Team bekommen sollte. Das sehe ich komplett genauso. Er war der günstigste von den vier Running Backs, die Free Agent werden, mit knapp unter 700.000. Aber auch das ist für einen Running Back, der nicht spielt, beziehungsweise wo man auch keine Entwicklung sieht, einfach zu viel. Und das ist dann ein Running Back, den man in meinen Augen auch nicht mit ins nächste Jahr nehmen sollte. Er wäre definitiv einfach zu halten für die 49ers, weil er ist ein Exclusive Rights Free Agent. Bedeutet, wenn die 49ers ihm ein Angebot machen, dann darf er mit keinem anderen mehr reden und er muss auf jeden Fall beim Team bleiben. Es wäre auf jeden Fall dann auch ein Minimum Salary, was die 49ers ihm da anbieten müssten. Und ich weiß nicht, ob man das tun sollte. Müsste man mal schauen. Das müsste auf die Zusammensetzung von diesem ganzen Running Back Room zusammenkommen. Und da können wir direkt mal sprechen über den Elefanten, der ja jetzt mit im Raum steht. Raheem Mostert. Bringt man Raheem Mostert zurück, der eigentlich alles mitbringt, was dieses Shanahan-Scheme ausmacht und was das Shanahan-Scheme auch braucht, nämlich schnell ein Gap erkennen, durch dieses Gap durch und dann sozusagen den Turbo zünden und weggehen, auch gerade dann im Open Field die Ausdauer zu haben, dort auch einem Cornerback und einem Safety weglaufen zu können. Also gerade dieser Big Play Runner, den wir im Endeffekt im eigentlichen Running Back Core nicht mehr hatten nach seiner Verletzung, wo dann ja Deebo Samuel sozusagen in diese Rolle geschlüpft ist, für den man für die kommende Saison da in dieser Fulltime-Rolle da besser nicht einplanen sollte, aus meiner Sicht. Das sehe ich auch so. Ich meine, man hat auch irgendwann gesehen, dass das auch an Deebo Samuel schlaucht, beziehungsweise zehrt. Ist ja klar, ich meine, wenn ein Spieler sowohl Running Back als auch Receiver spielt, das ist einfach zu viel auf Dauer. Wenn du mich jetzt nach Woche 1 oder nach Woche 2 oder zu Beginn der Saison gefragt hättest, wie stehe ich zu Raheem Mostert oder welcher Meinung bin ich, wie es mit ihm weitergeht bezüglich der 49ers, hätte ich dir gesagt, okay, Vertrag läuft aus, den sehen wir nicht wieder bei den Niners. Ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn wir ihn wiedersehen. Und sehe es tatsächlich auch als gar nicht so unwahrscheinlich an. Er ist zwar auch relativ teuer, knapp unter 3 Millionen, wenn man bedenkt, was für Verletzungen er mitschleppt. Aber wenn man darauf hofft, dass er spielt, dass er fit ist, dass er eine ganze Saison durchspielt, dann ist es auf jeden Fall ein Running Back, den man mitnehmen sollte und auf den man bauen kann. Ja, ich muss kurz überlegen, ob ich der jetzt so direkt mitgehen wollen würde. Ich sag noch mal ein paar Zahlen zu der ganzen Nummer. 2019, grandiose Saison, 1108 Yards inklusive Playoffs, also nicht in der Regular Season, sondern da waren diese drei Monster oder zwei Monsterspiele in den Playoffs mit bei. Aber, wenn ich mir den ganzen Rest anschaue, das war die einzige Saison in der Karriere, die seit 2015 beginnt, wo er alle Regular-Season-Spiele mitgemacht hat. Und nein, er hat nicht nur mal ein oder zwei verpasst. In dieser Saison 16, in der letzten Saison 8, in der Saison 2018 8. Das ist verdammt viel. Und jetzt kann man ja sagen, ja, der hat noch nicht so viele Carries auf dem Buckel für einen Running Back. Nee, das stimmt auch. Er ist 337 Mal gelaufen. Für einen Spieler, der jetzt in seine achte Saison gehen würde, ist das praktisch nichts. Aber was bringt mir das, wenn ich den zwar auf dem Roster habe, der dann aber im Endeffekt teuer ist? Wir denken nach der Saison 2019. Da hat man sich sozusagen öffentlich einen höher dotierten Vertrag erstritten, weil man so auch mit einem kleinen Trade gedroht hat. Ja, und seitdem es das dann gab, ich meine, da ist das Gehalt, das garantierte Gehalt im Endeffekt mehr als verdoppelt worden. Seitdem hat man den auf dem Spielfeld nicht mehr viel gesehen. Und das ist so die Sache. Bringe ich den jetzt zurück mit einem, meiner Meinung nach, einem Deal, der nicht großartig über dem Minimum liegen dürfte, dann können wir gerne über Incentives sprechen. Macht er so und so viele Spiele, kommt so und so viel dazu. Macht er so und so viele Yards, kommt so und so viel dazu. Das wäre netterweise, weil die immer im Vergleich zur letzten Saison laufen, alles not likely to be earned, also Dinge, die nicht unbedingt sicher sind, dass der Spieler die erreicht, die könnte ich auch noch in
2023 bezahlen, weil da können sich die Teams am Saisonende entscheiden, ob sie diese Incentives in welchem Jahr sie die bezahlen möchten, wenn es not likely to be earned sind. Das wäre eine Variante, damit könnte ich leben. Kommt jetzt Raheem Mostert und sein Berater damit an und sagt, hey Freunde, wir müssen hier über 3 Millionen fix plus irgendwas reden, dann würde ich sagen, nee, dann geh du mal auf den freien Markt und guck mal, wo du das bekommen kannst. Ja, bin ich bei dir. Also, du hast es gerade schon gesagt, ich habe es ja auch kurz angesprochen, dass einfach die Verletzungshistorie, was seine Karriere angeht, er hat noch nicht viele Carries gemacht, mit niedrigerem Fixgehalt und dementsprechenden Incentives wäre ich da auch dabei, ja. Gut, also wir können eigentlich davon ausgehen, dass man ihn versucht zurückzubringen, weil ich kann das einfach nicht sehen, dass man so einen guten Fit gehen lässt. Für mich kommt es da tatsächlich auf den Preis an. Ich denke, wenn man ihn zurückbringt, ist das eigentlich das Todesurteil sozusagen für Jeff Wilson und umgekehrt aus meiner Sicht, weil ich glaube nicht, dass wir beide wiedersehen werden. Haben wir noch einen Running Back, über den wir kurz sprechen wollen? Trenton Cannon. Eigentlicher Special-Teamer, aber er läuft ja unter Running Back. Sehen wir den wieder? Das ist eine ähnliche Geschichte wie Marcus Hodges, finde ich, weil er mit knapp unter 1 Million für einen Special-Teamer auch relativ teuer ist. Dementsprechend glaube ich nicht, dass wir ihn wiedersehen. Allerdings, ich könnte jetzt mal so argumentieren, einen guten Kick-Returner, der sollte 1 Million im Jahr schon mal wert sein. Gut, wir haben über unsere Special Teams und unsere Return Games gesprochen. Mehr Bedarf ist hier, glaube ich, nicht zu sagen. Würde ich auch sagen. Ansonsten haben wir noch 2 weitere Kandidaten, aber der lohnt sich fast nicht drüber zu sprechen, weil das Kyle Juszczyk in der kommenden Saison, auch wenn er jetzt am Ende der Saison mit 22 mickrigen Rushing Yards dasteht, erneut Teil dieses Teams sein wird, dürfte völlig klar sein, oder? Die Frage stellt sich nicht. Da geht es auch überhaupt nicht um Stats, sondern auch um PFF-Grades und das, was er als, ich nenne es jetzt einfach mal, passiver Teil des Rushing Games zum Spiel beiträgt. Auch wenn es nicht ganz passiv ist, aber es wissen alle, was gemeint ist. Ja, das sind halt Dinge, die man in einem Statsheet nicht gut abbilden kann. Und das ist auch etwas, was uns im letzten Spiel gegen die Los Angeles Rams echt wehgetan hat, dass sich dort unsere 3 besten Rushing-Blocker, nämlich mit Trent Williams, als auch George Kittle und auch Kyle Juszczyk, jeweils ihr schlechtestes Saisonspiel ausgesucht haben. Das hat alles so gar nicht gut gepasst. Gerade wenn du dann 3 Ausfälle bei diesen Blockern hast, dann geht das meistens irgendwie in die sprichwörtliche Hose. Das passiert dann nun mal. Aber grundsätzlich ist Kyle Juszczyk als Einhorn unter den Fullbacks, der ja deutlich mehr Receiving Yards macht als Rushing Yards, definitiv nicht wegzudenken aus dieser Offense von Kyle Shanahan. Und für Josh Hokitt, den zweiten Fullback, würde es aus meiner Sicht wieder nur den Weg über die Practice Squad geben, es sei denn, er macht einen solchen immensen Sprung nach oben. Für ihn die Tür öffnet sich auf dieses Roster aus meiner Sicht nur, wenn Kyle Juszczyk sich verletzt. Ja. Ja, sehr schön. Wunderbar, dann sind wir durch die Running Backs doch sogar schon durch. Überraschenderweise, nein, es ist nicht überraschenderweise, aber den Stat streue ich jetzt mal eben schnell mit ein. Die Gap, über die wir am häufigsten gelaufen sind und die wir am erfolgreichsten waren, ist überraschenderweise das Gap zwischen dem Right End und dem Tackle. Also von daher, das überrascht jetzt nicht. Da sind wir mit 460 Yards, haben wir die meisten erlaufen, 5,2 im Schnitt. Auf der anderen Seite, nämlich wenn Trent Williams der Vorblocker ist, plus der Tight End, der daneben noch blockt, da sind wir dann bei 428 Yards und auch 5,2. Auf der einen Seite sind es 8 Touchdowns, auf der anderen Seite 7. Also durch die Mitte waren wir deutlich weniger erfolgreich als durch über Außen. Aber gut, so ist halt auch das Scheme angelegt. Und da sind halt auch die stärksten Blocker, obwohl Mike McGlinchey dann raus war und dann anschließend Tom Compton dort verteidigt hat. Der hat auch gerade im Runblocking eine ausgezeichnete Saison gespielt, die man ihm dort da nicht so zugetraut hätte. Aber jetzt haben wir darüber gesprochen, wir sehen auf jeden Fall Mitchell und Sermon wieder, weil sie auslaufende Verträge haben. Was verhaspel ich mich denn heute so häufig? Das ist ja furchtbar. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir auf jeden Fall Elijah Mitchell und Trey Sermon wegen ihrer laufenden Rookie-Verträge auf jeden Fall wiedersehen werden. Es sei denn, es kommt ein Trade oder irgendwas dazwischen, das wissen wir ja alle vorher nicht so genau.
dass man ansonsten Jermichael Hasty, weil er ein Exclusive Rights Free Agent ist, relativ einfach zurückbringen kann. Alles andere wären tatsächlich Free Agents, mit denen man richtig böse verhandeln müsste, die natürlich auch alle ihren Markt testen könnten. Da müssen wir doch mal schauen. Wir könnten ja den einen oder anderen daraus verlieren. Also es gibt ja dann einen recht großen Markt, was Running Backs anbelangt, die in die Free Agency kommen werden. Da haben wir uns mal den einen oder anderen ausgesucht und geguckt, wer könnte denn da für uns in Frage kommen. Und jetzt gebe ich mal direkt den Ball an Ben weiter, der mir direkt mal seinen ersten Kandidaten präsentieren darf. Meinen ersten Kandidaten, da muss ich doch mal schauen. Also ich habe mir ein paar Namen rausgeschrieben, einfach auch, weil ich mir mal sämtliche Free Agents angeschaut habe. Und dann auch habe ich schon auch danach geschaut, wie teuer die Kollegen sind, weil ich nicht der Meinung bin, dass jetzt unser Coaching-Staff um Kyle Shanahan jetzt der Meinung sind, sie müssen sich jetzt einen Running Back vom Free Agent-Markt holen, der großartig teuer ist. Dementsprechend würde ich als ersten Kandidaten vielleicht mal Royce Freeman in den Raum werfen. Hat die letzte Saison bei den Houston Texans absolviert, hat einen Vertrag von knapp unter 1 Million unterschrieben gehabt, ist keine 26 Jahre alt, ursprünglich bei den Denver Broncos gespielt, wäre für mich ein Kandidat, der da in Frage kommen würde. Wäre auf jeden Fall ein Spieler auch für ein Zone-Blocking-Scheme. Bei den Broncos wirklich wenig zum Zuge gekommen. Jetzt glaube ich auch zum Schluss jetzt bei den Carolina Panthers, kann das sein? In der letzten Saison? Nee, bei den Houston Texans. Bei den Houston Texans. War der nicht auch mal kurz bei. Ist egal. Auch da nicht großartig zum Zug gekommen. Also so viel Carries hat er noch nicht auf dem Buckel. Günstig würde er sicherlich sein. Aber ob das so meine Lieblingsvariante wäre, glaube er nicht, weil die große Erfahrung bringt er mir nicht mit. Aber ich halte mal dann meinen ersten Kandidaten dagegen. Insbesondere, weil man einen Raheem Mostert nicht halten könnte, also sprich eigentlich den erfahrensten von dieser ganzen Nummer. Da sind wir übrigens direkt auch wieder bei den Houston Texans. Ich schmeiß mal den Namen David Johnson in den Raum. Ja, würde ich auf jeden Fall sehr gerne, oder was heißt sehr gerne, also würde ich auf jeden Fall nehmen, weil du hast es gerade schon gesagt, der bringt Erfahrung mit. Würde auch ganz gut reinpassen, bin ich der Meinung. Ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen. Bei den Houston Texans jetzt in der zweiten Saisonhälfte auch nicht mehr wirklich zum Zuge gekommen. Sein schlechtestes Karrierejahr hingelegt, jetzt mit 228 Rushing Yards nur in der letzten Saison. Auch nur noch 4 Games gestartet, aber im Jahr davor sah das noch ganz anders aus. Da waren wir noch bei 4,7 Yards pro Attempt mit 6 Rushing Touchdowns. Ich glaube nicht, dass der so viel schlechter geworden ist. Und wenn ich Raheem Mostert nicht halten kann, brauche ich auch einen, der den jungen Jungs was beibringt. Und den kann ich einsetzen, sowohl als Runner als auch als Receiving Back. Und da hat er auch seine Stärken von Anfang an auch in seiner Karriere gehabt. Und deswegen könnte ich mir den als gute Addition vorstellen. Insbesondere, dem wird ein Vertrag prognostiziert, der würde liegen bei 1,4 Millionen pro Jahr, so ungefähr. Das wäre für mich eine günstige Alternative, den man da eventuell wirklich für relativ kleines Geld für einen Ein- oder einen Zweijahresvertrag einsammeln könnte und der mir halt viele Dinge bringt, nämlich Veteran Experience, der auch als Teamplayer bekannt ist und den ich halt vielseitig einsetzen kann. Ja, dem stimme ich so zu. Ja, aber verstehen wir uns nicht falsch, Royce Freeman wäre jetzt nicht meine bevorzugte Variante, also nicht der, den ich am liebsten hätte. Ich habe die tatsächlich nicht gerankt, die ich hier so stehen habe. Okay, das wäre jetzt David Johnson bei mir auch nicht unbedingt, aber er stand halt jetzt relativ oben auf der Liste. Das ist richtig, ja. Dann mache ich vielleicht mal weiter. Ein anderer Name, den ich mir aufgeschrieben habe, wäre Damien Williams. Letztes Jahr bei Chicago unter Vertrag. Ist jetzt auch schon seit 2014, wenn ich mich nicht irre, in der Liga. Ist auch schon, hat jetzt seine gerade 8. Saison absolviert, war schon bei den Dolphins, bei den Chiefs und bei den Bears unter Vertrag. Bringt auf jeden Fall auch eine Menge Erfahrung mit, ist jetzt nicht unbedingt als Leading Rusher, ich sage jetzt mal, bekannt, außer bei den Chiefs im Jahr 2020, wo er dann doch, glaube ich, Running Back Nummer 1 war, aber ansonsten immer die 2 oder die 3, wäre für mich aber auch eine Alternative. Wäre natürlich eine Alternative. Das wäre so eine Art Alternative, wie das in der vergangenen Saison auch Wayne Goldman gewesen ist. Mal ins Camp bringen und gucken, ob er sich durchsetzen kann. Man kann ja immer schnell sehen, ob sich da jemand verletzt oder nicht. Und dann kann schnell ein Kaderplatz offen werden oder nicht.
boah, das würde wahrscheinlich auch auf meinen nächsten Kandidaten zutreffen. So kann man mal bringen und kann man mal gucken, was denn damit sein könnte. Bei den Indianapolis Colts wird ein Spieler zum Free Agent, der auch während der Saison mit dem ein oder anderen Trade-Gedanken immer mal wieder zu den 49ers gebracht worden ist. Die Rede ist von Marlon Mack. Soll einen Vertrag bekommen, laut diversen Menschen, die das so berechnen, der so zwischen 2,2 und 2,5 Millionen liegen soll über 2 oder 3 Jahre. Der hat in der letzten Saison noch 7 Spiele gemacht, hat nur 101 Rushing Yards dabei erzielt, hat aber schon eine 1000 Yard Rushing Saison hingelegt, das war 2019. 2020 hat er mit dem Achillessehnenriss verpasst. Der könnte jetzt in die Saison kommen, wo das nach einem Achillessehnenriss bei einem Running Back wieder richtig nach vorne gehen könnte, würde jetzt in seine 6. Saison gehen, könnte sich ausgehen. Der kann beides, in sowohl Gap als auch Zone. Hat er auch im College schon gespielt. Das hat sich bei den Colts mehr oder weniger sogar die Waage gehalten mit Gap und Zone. Und die spielen eigentlich ein nicht ganz so unähnliches System zu unserem. Also mir war quasi schon klar, dass dieser Name von deiner Seite aus kommt, einfach weil wir auch in der Saison schon drüber gesprochen haben. Ich habe es in der Saison schon gesagt, dass ich auf jeden Fall nicht abgeneigt wäre, den in Rot zu sehen. Also bei uns nehme ich. Ja. Okay, könnte man drüber nachdenken, halt immer vorausgesetzt, und wir brauchen noch Additionen und können niemanden halten. Wer wäre denn dein nächster Kandidat? Machen wir vielleicht mal weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das für dich definitiv kein Kandidat wäre, und zwar Boston Scott. Junger Mann von den Eagles, ist noch nicht 27 Jahre alt, war aber in den letzten Jahren oder hat in den letzten Jahren immer mal wieder oder war immer mal wieder für seine Big Play Qualität bekannt oder ausgerufen. Fände ich auf jeden Fall eine sehr gute Addition, bringt ein bisschen Erfahrung mit, ist schon seit 2018 bei den oder in der NFL, zuerst bei den Saints, hat dort nicht wirklich Fuß fassen können. Aber das ist, wie gesagt, das sind bei mir mehr Namen, die man dann doch mal mit reinnimmt, um zu schauen, wie viel sie bringen, ob sie sich durchsetzen können. Ist auf jeden Fall kein Name, wo ich sagen würde, den brauche ich jetzt unbedingt in unserem Chor. Okay, wenn ich mich um Boston Scott bemühe, muss ich aber vorher definitiv ausgeschlossen haben, dass dann auch Jermichael Hasty noch bei uns bleibt, weil das sind eigentlich aus meiner Sicht sehr ähnliche Spieler, die ich kaum anders einsetzen kann. Ich sehe den als Runner einfach nicht so gut. Ja. Womöglich eine Option mal als Third Down Back, aber dann ist er mir eigentlich auch viel zu offensichtlich als Third Down Back, dass dann ein Ball dorthin gehen muss. Da bringe ich meinen Third Down Back mal mit ins Spiel, aber auch nur, weil er jetzt einfach Free Agent wird. Wäre, glaube ich, kein großer Fan von einer Verpflichtung, weil ich mich damit so eindimensional mache. J.D. McKissic von den Washington Commanders. Ja, wird ein Vertrag projiziert, so um die 3 Millionen. Da müsste man natürlich mal schauen. Das ist ein bisschen viel Geld. Wenn der nicht früh in der Free Agency runterkommt, wird das sicherlich runtergehen. So, wenn ich da einfach schaue, hat in der letzten Saison 771 Rushing Yards hingelegt für das Washington Football Team und war auch immer ein Ziel im Passing Game. Und zwar eigentlich mit den ganzen schönen Checkdown-Pässen, die dort immer geworfen worden sind. Das war gerade in der Saison noch davor unter Alex Smith noch viel gravierender. Ja, also den könnte ich mir da vorstellen. Ich wäre, glaube ich, nicht der allergrößte Fan von dieser ganzen Nummer. Aber was bringen könnte das auf jeden Fall, würde ich mal glatt behaupten, weil ich hätte eine Anspielstation im Passing Game und da könnte auch der ein oder andere Quarterback mal dankbar darüber sein, wenn er dann eine Checkdown-Option hat, die auch ganz gut Bälle fängt. Das sehe ich auch so. Also ich bin tatsächlich beim Durchschauen der Free Agents auch über ihn gestolpert, habe mir dann aber gedacht, okay, nee, sehe ich jetzt eher nicht, aber also die Punkte, die du angesprochen hast, sehe ich natürlich genauso und sollte man auf jeden Fall auch, wenn er nicht ganz so teuer wird, in Betracht ziehen. Lass mich schauen. Ich habe noch 2, 3 andere. Bei 2 sind aber Namen, die ich habe sie mal eingekreist, bin aber tatsächlich doch nicht unbedingt dafür. Das wären Ronald Jones und James Conner, einfach weil ich auch der Meinung bin, dass sie auch sind zwar Free Agents, werden aber auch bei den Teams wieder unterkommen.
Ein Name, der vielleicht noch eine Option wäre, wäre Justin Jackson, Running Back von den Chargers. Hat jetzt auch nicht so unbedingt die großen Stats, einfach weil er dann doch immer der dritte Running Back war. Ist natürlich wieder so eine Personalie wie Boston Scott oder Jermichael Hasty. Er hat jetzt in 4 Jahren bei den Chargers 206 Carries, knapp über 1000 Yards. Finde ich aber eine Personalie, die man, gerade auch weil es ein sehr niedriges Gehalt ist, ich glaube nicht mal 600.000 hat er dieses Jahr verdient, die man auf jeden Fall mal beobachten sollte. Könnte man beobachten, müsste man schauen, geht der früh weg, umso länger der warten muss, umso günstiger wird der eigentlich. Das trifft auch viele dann zu. Spieler, die ganz schnell weg sein werden, da fällt insbesondere Connor drunter. Und ja, nicht, weil er der überragende Running Back der letzten Saison gewesen ist oder irgendwas, aber alleine, weil da Touchdowns zählen. Und der hat 15 Rushing Touchdowns geschafft, dazu noch 3 Receiving Touchdowns, also 18 Total Touchdowns. Dann im Endeffekt zwar nur knapp 752 Yards plus 375 Receiving Yards, also der ist da schon ganz gut eingesetzt worden. Und gleiches oder ähnliches gilt, glaube ich, für Chase Edmonds, noch ein Cardinal, gleiche Projection, die werden locker 5 bis 8 Millionen oder irgendwas bekommen, irgendwo pro Saison. Ich denke, da sind wir einfach raus, was das Ganze bedeutet, die bezahlen zu können oder zu wollen. Ein Powerback, mehr oder weniger, wie es James Conner ist, gerade mal für Goal-Line-Situationen oder irgendwas, der mit dem Ball einfach mal ins Haus läuft sozusagen, wäre nicht verkehrt, aber nicht zu dem Preis können wir uns einfach nicht leisten. Und Ronald Jones könnte eine relativ preisgünstige Alternative sein. Müsste man halt schauen, kommt der wieder unter? Wo kommt der unter? Gibt es da einen Markt oder gibt es keinen? Weiß man eben alles so genau nicht. Und meine Nummer 1 auf dieser ganzen Liste ist eigentlich nur eine Spaßesnummer 1, weil wir den in der letzten Saison für einen Spottpreis hätten haben können. Er sich aber leider für ein anderes Team entschieden hat und jetzt dieses andere Team ein Riesenproblem haben wird, den nämlich zu behalten. Die Rede ist von Cordarrelle Patterson. Ich wollte den ja eigentlich eher als Kick-Returner haben, so nebenbei, oder auch als Punt-Returner. So, der hat natürlich eine Bombensaison hingelegt und im Endeffekt Deebo Samuel Light, würde ich jetzt mal irgendwie sowas sagen, obwohl das der Vergleich ein bisschen hinkt, weil die Falcons haben das von Anfang an der Saison gemacht, dass man ihn sehr versatil eingesetzt hat. Aber der wird jetzt einen Vertrag bekommen auf seine alten Tage, weil der hat ja die 30 schon vorne. Und der wird auch 31, bevor das nächste Ligajahr beginnt. Der wird da einen Vertrag unterschreiben, der ihm vielleicht an die 10 Millionen einbringen könnte. Von daher, das ist illusorisch, da braucht man nicht drüber nachdenken. Der hat letztes Jahr für knapp über dem Minimum gespielt. Der Meinung bin ich auch. Also ich habe die Liste gesehen und bin auch drüber gestolpert und habe mir gedacht, okay, ja, wäre ja ganz nett, aber das Geld, für das er letztes Jahr gespielt hat, kriegt man ihn definitiv nicht und brauchen wir nicht drüber nachdenken. Außenseiterchancen, wenn man nochmal auf diese große ganze Liste schaut, ist vielleicht ein James White als Pass-Catching-Back, falls der nirgendwo unterkommt. Ansonsten muss man schauen, wie viel Geld wollen die immer alle so haben, das weiß man nicht so genau. Brandon Bolden wäre da auch noch so ein Kandidat, ist aber dann auch schon 32. Und dann wird's hier und da auch schon eng. Wir könnten uns über Giovanni Bernard unterhalten. Der ist aber auch überhaupt nicht zum Zuge gekommen bei den Buccaneers. Und danach wird's echt übel. Dann sprechen wir nämlich schon über sowas wie Tevin Coleman. Das hatten wir ja schon mal. Latavius Murray, der auch nicht jünger wird. Devonta Freeman, der zwar noch mal kurz ein kleines Aufflackern hatte, gerade bei den Ravens, aber es ansonsten wahrscheinlich auch schon hinter sich haben dürfte. Und dann kommt Matt Breeder, den wollen wir doch bitte nicht zurückhaben, weil ich wollte mal einen haben, der den Ball fängt, das brauche ich beim besten Willen nicht. Ja, und dann geht die Liste schon weit runter, dann sind da noch ein paar Exclusive Rights Free Agents drunter, unter anderem auch so ein Dearness Johnson, der aber auch nur 2 Spiele gut gemacht hat für Cleveland, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wayne Goldman wäre vielleicht auch wieder ein Kandidat, so ganz nebenbei. Der war schon mal da, der war gar nicht so schlecht, um dieses Core ein wenig aufzumöbeln, je nachdem, wenn man Wilson verliert und dafür Goldman dafür aufnimmt. Vielleicht nicht verkehrt. Und noch ganz provokant, am ganz unteren Ende dieser Liste steht ein gewisser Le'Veon Bell. Da muss ich tatsächlich auch etwas schmunzeln, aber bin auch direkt von dem Gedanken, könnte man doch vielleicht verpflichten, abgerückt. Ja, da er auch jetzt bei den doch sehr unter Not stehenden Baltimore Ravens so überhaupt nicht zum Zuge gekommen ist, dürfte diese Karriere wohl beendet sein. Ich denke auch, ja.
Gut, das war die Nummer zu den Running Backs. Wir blicken heute noch auf die zweite Positionsgruppe von den Tight Ends. Da haben wir auch wieder einen grandiosen Fehler vor der Saison gemacht. Jetzt kann man so im Nachhinein zumindest sagen, ich habe ja direkt gesagt, das hätte ich niemals so gemacht. Wir sind ins Training Camp gegangen, nachdem Jordan Reed in den verdienten Sonnenuntergang geritten ist, weil der hat schon so viele Gehirnerschütterungen mitbekommen, das dürfte für mehr als ein Leben reichen. Mit George Kittle, Ross Dwelly, Charlie Werner, als Neuzugänge dann sozusagen Michael Pruitt, Jordan Matthews, Josh Peterson als undrafted Rookie Free Agent, Daniel Helm war noch dabei und Chase Sorrell. Ja, so viele haben es davon dann nicht mehr in den Kader geschafft, weil wir sind tatsächlich nur mit drei Tight Ends in die Saison gegangen, nämlich mit George Kittle, Ross Dwelly und Charlie Werner. Dazu haben es dann Chase Sorrell und Jordan Matthews auf die Practice Squad gebracht. Mehr werden wir über Chase Sorrell und Jordan Matthews jetzt, glaube ich, nicht mehr erzählen, weil die haben nicht einen einzigen Snap gespielt in der letzten Saison für die 49ers. Mehrfach entlassen und wiedergebracht worden, gerade Jordan Matthews, das war der Running Gag der letzten Saison. Josh Peterson hat den Cut nicht geschafft, genau wie Daniel Helm, der ist dann aber bei den Kansas City Chiefs untergekommen. Und Michael Pruitt ist zurückgegangen zu den Tennessee Titans. Warum erzählt der Frank so viel von Michael Pruitt? Ja, wenn ich jetzt unter die Top Tight Ends gucke, nach der Bewertung von PFF, sehe ich ganz oben auf Nummer 1 Mark Andrews. Ein bisschen darunter auf Platz 3 sehe ich George Kittle. Dann gucke ich ein bisschen weiter runter, dann finde ich sogar noch einen zweiten Tight End von den 49ers, nämlich Charlie Werner auf Platz 12 mit einem 71,3er Grade. Allerdings mit relativ wenigen Snaps dabei, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Und davor sehe ich auch schon Michael Pruitt. Ja, das ist eine Personalie, über die wir zum Ende der letzten Saison sehr viel gesprochen hatten, also wo wir ihn auf unser Roster verpflichtet haben. Ich habe ihn mir tatsächlich, was diese Free Agency angeht, auch wieder eingekreist. einfach weil es eine Personalie ist, die ich auch gerne langfristiger bei uns gesehen hätte und dass da ein paar Fehlentscheidungen getroffen wurden, haben wir auch letzte Woche in der generellen Erklärung der Free Agents schon kurz angeschnitten und leider nicht mehr zu ändern. Schauen wir mal, vielleicht geht's dann zu Beginn der nächsten Saison etwas besser los. Ja, ich habe den Plan von Anfang an nicht verstanden, den die 49ers auf Tight End gefahren sind. Da hat man einzig und alleine aus meiner Sicht auf George Kittle gesetzt. Alles, was man sich eventuell von Ross Dwelly in der letzten Saison erwartet hat, da ist überhaupt nichts draus geworden. Weil dass der mehr Fähigkeiten im Passing-Game hat, weil er auch ein guter Route-Runner ist und auch sich eigentlich gerade auch in der Endzone gut durchsetzen kann, da hat man ihn nie eingesetzt. Der hat ja nur sage und schreibe 5 Targets bekommen und auch fast keine Snaps mehr. Der hat ja kaum auf dem Feld. Charlie Werner ist nun mal kein guter Route-Runner, noch schlechterer Pass-Catcher in dem Sinne. Und da weiß ich leider, bin ich jetzt sehr eindimensional, wenn er auf dem Feld ist. Hat sich im Run-Blocking extrem verbessert. Das hat er wirklich gut gemacht, ohne Wenn und Aber. Waren aber auch die Stärken, die man von ihm eigentlich erwarten musste, die im ersten Jahr einfach nicht zum Zuge gekommen sind. Weil bei Georgia hat er auch nichts anderes gemacht. Die haben den nie im Passing-Game eingesetzt. Und den Grund dafür haben wir auch diese Saison leider wieder gesehen. Ja, jetzt können mir alle sagen, der hat tatsächlich 5 von 6 Pässen gefangen. Ja, wenn der da aber größere Talente hätte, hätte der wahrscheinlich auch die eine oder andere Route mehr bekommen. Vollkommen richtig. Natürlich, wenn man jetzt sich irgendwelche Videos von Charlie Werner aus dem College anschaut, der hat immer wieder einen Touchdown gefangen, ja, aber es ist, wie Frank sagt, es sind einfach nur vereinzelte Plays. Es war auch direkt nach dem Draft klar, dass er nur fürs Run-Blocking oder zu 99% zum Run-Blocking verpflichtet wurde. Da hat er sich verbessert, gar keine Frage, aber es ist einfach die falsche Entscheidung, wenn man nur mit einem Tight End in die Saison geht, der Bälle fangen soll. Und dann mit Charlie Werner und Ross Dwelly 2 Titans hat, die einfach im Passing-Game überhaupt keine Rolle spielen. Jetzt wird sich ja zwangsläufig im Tight End Core bei den 49ers etwas ändern, weil der Tight Ends Coach ist ja nicht mehr da. Ne? John Embree ist jetzt bei den Miami Dolphins, wir haben es vorhin schon angeschnitten. George Kittle scheint ein bisschen traurig zu sein, dass er nicht mehr da ist, hat ihn ja sehr gelobt für seine, wäre sehr für seine Entwicklung verantwortlich. Dann habe ich jetzt die Hoffnung, die 49ers verpflichten einen Tight End Coach, der auch den Fokus bei George Kittle und vielleicht mal ein bisschen mehr wieder auf Ball fangen, anstatt auf Yards After Catch zu bringen, weil 5 Drops sind für einen Tight End einfach zu viel und
da kommt er aus nach meiner Sicht mit der Zählung noch echt gut weg. Wenn es die Zählung nach Frank gäbe, wären es 12. Also von daher kann er froh sein, dass meine Statistik nirgendwo zählt. Und weil da, ich zähle da ein bisschen anders. Wenn ein Spieler solche Fähigkeiten hat, muss er auch den einen oder anderen Highlight-Catch dann leider mal machen. Kittel macht dummerweise die Highlight-Catches dann, wenn man sie nicht braucht. Wenn du sie brauchst, macht er sie nicht. Zumindest in dieser Saison hat er sie nicht gemacht. Und das ist auch meine große Kritik an George Kittle. Seit dem Titans-Spiel hat George Kittle in der Offense der 49ers fast nicht mehr stattgefunden. Und das kann eigentlich nicht sein, weil der wird gerade in der kommenden Saison wird er ein Riesenfaktor sein, was unseren Salary Cap betrifft. In der kommenden Saison zählt der mit über 16 Millionen als Cap-Hit gegen unsere Cap. Ja, dann muss auch hier langsam aber sicher das Argument mal gelten, was immer gegen Jimmy Garoppolo verwendet worden ist. Der verdient so viel Geld, der muss Leistung bringen. Das zählt jetzt aus meiner Sicht auch für George Kittle. Und ganz ehrlich, ich schaue noch mal kurz auf die Statistiken. Dann sehe ich hier im Saisonanfang erstmal gar nichts. Dann sehe ich hier gegen Jacksonville 34 Yards, gegen Minnesota 13 Yards. Oh, dann kommen zwei Ausreißer, 181 Yards gegen Seattle. Was uns nicht geholfen hat, haben wir trotzdem verloren, wo er auch nicht so ganz unschuldig mit dran war. Nämlich, da war nämlich einer von diesen bösen Drops dabei und noch ein Fumble so ganz nebenbei, was uns das Genick gebrochen hat. Gut, gegen Cincinnati, 151 Yards war er mit der Grund, dass wir gewonnen haben. Aber dann geht's schon los. Gegen Atlanta fast untergetaucht, obwohl er da 93 Yards gemacht hat, aber aufgefallen ist er da nicht. Und dann geht's rund. Tennessee, 27 Yards. Oh, Houston, 29 Yards. Oh, L.A., 10 Yards. Dallas, 18 Yards. Green Bay, gut, 63 Yards. Wieder L.A., 27 Yards. Und das eigentlich für unsere Hauptanspielstation im Passing Game. Wir haben immer gesagt, George Kittle ist eigentlich der Nummer 1 Receiver der 49ers. Gerade dann, wenn es drauf ankommt, in dieser Saison aus meiner Sicht eine Enttäuschung. So ist es, bin ich zu 100% bei dir. Gerade wenn man, du hast jetzt gerade das Packers-Spiel angesprochen, ja, 63 Yards ist nicht schlecht. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel einen dieser Drops sich ins Gedächtnis ruft, das wäre einfach ein Drop, wo er den Ball fängt und für 70 Yards zum Touchdown läuft. Dann hätte der gute Mann 130 Yards und einen Touchdown dort stehen, was einfach dann auch mal ein Spiel entscheidet oder ein Spiel in eine andere Richtung lenkt, weil es halt auch zu einem Zeitpunkt war, wo Jimmy dann, glaube ich, mit 0 Completions und 5 Passing Attempts dastand und in unserer Offense einfach gar nichts ging. Kittel war in den letzten Jahren dafür bekannt, dass er auch einfach mal ein bisschen frischen Wind durch die Offense bringt im Spiel, dass er auch einfach mal die Leute hypt. Und genau diese Catches, die fehlen dann einfach. Wo er, wie du auch schon gesagt hast, in den nächsten Jahren auch wieder dran anknüpfen muss, einfach weil er für sein Geld auch was tun muss. Dazu kommen dann auch in entscheidenden Partien, wie bei den Tennessee Titans, weil da hätten die 49ers schon ein Playoff-Ticket dicht machen können und hätten damit auch eigentlich noch auch in den Kampf um den ersten Platz in der Division eingreifen können. Da war er nicht nur richtig schlecht gespielt, nicht nur die Separation, die er nicht bekommen hat, er hat gegen die Interception, da hätte er vielleicht auch ein bisschen was gegen tun können, aber da hat er mit Rankings auch nicht bei behindert. Und dann gab es da auch noch zwei kritische Strafen gegen ihn. Der kommt als Tight End in dieser Saison auch mit 5 Strafen daher und das sind alles Holding Penalties oder False Start Penalties gewesen. Das darf nicht sein. Also ein Tight End mit False Start, das darf nicht sein. Das geht überhaupt nicht und vielleicht rückt ein neuer Trainer auch mal den Fokus auf andere Dinge. Und auch, ich kann nicht immer nur sagen, hey, der ist im Run-Blocking einfach so gut. War er diese Saison einfach nicht. Gerade gegen die Rams im letzten Spiel eigentlich ein Totalausfall. Er steht auch viel zu viele Snaps auf dem Feld, sage ich immer wieder. Ich würde ihn anders und dosierter einsetzen. Aber dafür hätte ich so einen Tight End wie Michael Pruitt dabei halten müssen. Oder ich muss die beiden anderen, die ich habe, mal mehr aufs Feld bekommen. Wir haben in den beiden Jahren davor viel häufiger in 12 Personal gespielt, also mit 2 Tight Ends, als wir es dieses Jahr gemacht haben. Nur in den Partien, wo George Kittle gefehlt hat, da waren häufiger mal 2 Tight Ends auf dem Feld. Scheint aus meiner Sicht der völlig falsche Ansatz zu sein. Ich weiß nicht, warum man davon weggegangen ist. Die Idee, es letzte Saison mal zu versuchen mit Kittle und Jordan Reed, das war eine gute Idee. Genauso was sollte man versuchen, einen zweiten Tight End dazu zu holen in der kommenden Free Agency oder im Draft. Da wird man den wahrscheinlich nicht finden, also wahrscheinlich in der Free Agency, wo ich auch ein Gefahrenpotenzial von einem zweiten Tight End mal aufbauen kann. Weil wie gesagt, bei Charlie Werner weiß jeder, da passiert nichts. Der läuft in 99 von 100 Fällen keine Route, der ist nur zum Blocken auf dem Feld.
So ist es. Du hast gerade die 2020er-Saison schon angesprochen. Wenn man sich dort die Stats von Kittle anschaut, ja, das ist nicht überragend. Das sind 48 Catches bei 63 Targets für 634 Yards und 2 Touchdowns. Aber wir hatten einen John Reed, den du gerade schon angesprochen hast. Und auch Ross Dwelly hat 2020 seine beste Saison gespielt, hat auch fast 250 Yards gefangen und dabei 19 Bälle von 24 Targets. Das sind jetzt alles keine herausragenden Zahlen. Wenn man dabei alles aufrechnet, ist das eine Saison, die bezüglich der Titans einfach gut war. Und was dieses Jahr einfach deutlich gefehlt hat, einfach, wie du sagst, Charlie Werner ist auf dem Feld, okay, er wird ganz sicher nicht angeworfen werden. Das ist einfach ein Personal, mit dem du den Gegner komplett in die Karten spielst, was es einfach nicht braucht, weil du dann doch gerade, was die Kyle Shanahan Offense angeht, schon oftmals auf den Überraschungseffekt setzt. Ne, Charlie Werner hat seit der Mitte der Saison eigentlich, seit Week 12 hat er ein einziges Target bekommen und das war in Green Bay. Das geht auch nicht in meinen Kopf, das verstehe ich nicht. Entweder muss ich den mal mehr aufs Feld bringen und muss ihn dazu einsetzen oder ich muss mir die Frage stellen, warum werfe ich dann ausgerechnet in Green Bay einmal auf ihn und den hätte er übrigens auch fangen können in Green Bay, das wäre auch so ein Ding gewesen. Chancen werden dann da auch nicht genutzt. Ansonsten hat er sich wirklich verbessert, auch gerade im Passblocking, wenn er auf dem Feld mit war und eingesetzt worden ist, hat er wirklich einen guten Job gemacht, da kann man ihm kaum etwas nachsagen. Im Runblocking hat er sehr, sehr guten Job gemacht, wie gesagt, sonst kommt man ja auch in dieser schönen PFF-Liste eigentlich nicht so weit nach oben, ne, auf Platz 12. Ich meine, da sind ganz andere Jungs dahinter. Wenn ich jetzt nur mal ein paar Namen vorlese, die da hinter ihm platziert sind, da wird der ein oder andere mit den Ohren schlackern. Da steht nämlich TJ Hawkinson hinter, Platz 22, Mike Gesicki, Platz 21, Tyler Higbee, 19, Darren Waller, 17, David Njoku, 14. Also der hat da schon so einige hinter sich gelassen. Halt mit diesem sehr, sehr starken Run-Blocking-Grade. Und mit wenigen Snaps. Naja, das ja bei anderen sieht das schon ganz anders aus, was da hätte laufen können. Also, ja, da ist vielleicht noch Entwicklungspotenzial da, wo ich aus meiner Sicht überhaupt keins sehe, ist Ross Dwelly. Der war in der vergangenen Saison auch schon recht teuer für die 49ers. Den sehe ich nicht, dass wir den zurückbringen sollten. Hat in der letzten Saison Runde 1,6 Millionen verdient bei den 49ers. Nee, da würde ich lieber eher einen anderen Titan sehen wollen. Ja, da bin ich komplett bei dir. Ross Dwelly, du hast ihn gerade angesprochen, er ist auch Free Agent in diesem Jahr. Unrestricted Free Agent mit 1,6 Millionen Dollar, die er im vergangenen Jahr verdient hat, 27 Jahre alt. Ich bin auch der Meinung, dass wir den guten Mann nicht in unserem Dress wiedersehen. Ja, hier stellt sich halt auch die große Frage nach der Weiterentwicklung der Tight Ends. Und in den letzten Jahren habe ich wenig gesehen, außer George Kittle. Jetzt gibt es irgendwann jetzt einen neuen Tight End Coach. Und man müsste natürlich die Frage stellen, was ist denn eigentlich, warum hat man einen Jordan Matthews immer wieder zurückgebracht? Also einen umgeschulten Wide Receiver, ehemaligen Second Round Pick. Und der hat nie eine Chance bekommen irgendwo in dem Spiel, wo es denn darum ging, dass andere Tight Ends nicht konnten bzw. verletzt waren. Da wurde dann sogar noch ein Tanner Hudson, den man irgendwann von den Tampa Bay Buccaneers aufgelesen hatte, eher aufs aktive Roster geholt als eben Jordan Matthews. Und da stelle ich mir die Frage, warum man dann auch beide mit einem Reserve-Future-Vertrag zurückbringt. Plant man da tatsächlich mit? Obwohl man dann bei Matthews ja auch wieder direkt wüsste, das wäre ja dann eigentlich sozusagen mein Pass-Catching-Tight-End, weil Wide Receiver war mit Blocken schon nicht so stark dabei und ich bin mir nicht sicher, ob er das dann irgendwie in seinem Leben auf einmal hinbekommt, dass er dann jetzt auch im Running-Game vorblocken könnte. Der wäre dann auch wieder sozusagen die Werner-Option in der anderen Seite. Jeder weiß, wenn der auf das Spielfeld kommt, dass es eigentlich jetzt kein Running-Play kommt, sondern dass eben womöglich ein Pass auf ihn käme. So ist es. Du hast es schon angesprochen, da wird, wenn dann ein neuer Titans-Coach da ist, auf jeden Fall ein Wind durch den Titan-Room gehen. Da wird sich was verändern. Da wird es, ich sage jetzt mal, viele neue Personalien geben. Es bleibt spannend. Ich freue mich darauf, einfach weil das hat Spaß gemacht, wie mit George Kittle die letzten Jahre, wie es angefangen hat mit ihm, wie er Teil der gesamten Niners-Offense war. Letztes Jahr auch mit Jordan Reed, den ich sehr gerne bei uns gesehen habe, und auch da Ross Dwelly, der eine sehr gute Rolle bei uns gespielt hat im Jahr 2020, wo er eigentlich einen sehr, sehr großen Rückschritt in diesem Jahr gemacht hat.
Bin ich sehr gespannt, aber freue ich mich drauf. Interessanterweise steht bei Spottrack, dass Jordan Matthews einen Vertrag für 2022 bei den 49ers hätte mit einem Base Salary von 1.035.000 Dollar. Von diesem Roster Move habe ich noch überhaupt nichts gelesen, also da wäre ich mal total gespannt, oder ob die einfach da irgendetwas falsch reinkopiert haben. Also da müssen wir mal abwarten, ich habe da noch überhaupt nichts von gelesen. Und ich habe einen Reserve Future Vertrag, da habe ich was von gelesen, aber nicht von 1 Million. Aber das wäre dann sicherlich ein Minimum Salary. Aber das warten wir mal ab, ob das denn auch tatsächlich was wird. Titans, die sich auch bei uns so gar nicht weiterentwickelt hatten, war ja unter anderem ein Daniel Helm, von dem ich ja persönlich viel gehalten habe. Habe ich ja auch mehrfach hier im Podcast gesagt, weil er halt eine gute Technik mitgebracht hat. Aber er ist selten zum Spielen gekommen. Und bei den Kansas City Chiefs hat er den einen oder anderen Einsatz gehabt, und ich glaube auch bei den Oakland Raiders ist er ein bisschen umgereicht worden, hat da auch den einen oder anderen Ball gefangen und ich meine auch seinen ersten Touchdown in der NFL. Also der kommt wahrscheinlich eher nicht mehr zurück, und ja, deswegen können wir dann mal schauen. Wir sind uns sicher, wir sehen George Kittle wieder und wir sehen Charlie Werner wieder, weil der eine sitzt auf seinem Monstervertrag, der andere auf seinem Rookie-Vertrag, und ansonsten sieht der Tight End Room übersichtlich aus. So, dann könnte natürlich Chase Harrell wieder zurückkehren, eventuell dann auch wieder auf der Practice Squad landen. Der hat auch wieder einen Reserve Future Vertrag, also der ist auf jeden Fall erstmal im Kader. Aber das ist auf jeden Fall nicht der, der uns zu unseren Wünschen bringt, nämlich zu einem Tight End, der George Kittle ein wenig entlastet. Und auch hier gucken wir mal auf die Free Agency Kandidaten. Da sind natürlich Kandidaten dabei, die kann sich jetzt jeder hier wünschen. Ich lese mal nur 2, 3, 4 Namen vor, die werden die 49ers aber nicht bezahlen können, so wie Jack Ertz, Rob Gronkowski, CJ Uzoma, Eric Ebron, Jared Everett, Jared Cook. Ja, das wird alles ganz schön teuer. Robert Tonyan und was weiß ich nicht. Das sind nicht so Kandidaten, die jetzt gerade in unsere Portemonnaie-Größe passen. Sehe ich auch so. Aber ich finde auch, dass es bei den Titans weiter unten in der Liste, die dann verhältnismäßig günstiger zu haben sind, auch Namen gibt, mit denen man definitiv sehr gut leben könnte, in meinen Augen. Möchtest du mit deinem ersten Kandidaten, der nicht der Reihenfolge entsprechen muss, sondern überhaupt mit deinem ersten Kandidaten einmal anfangen, der dir so ins Auge gesprungen ist? Also mir sind 2 ins Auge gesprungen, die jetzt nicht ganz so teuer in dieser Liste aufgeführt sind, aber ist natürlich auch die Frage, wie der Vertrag dann im kommenden Jahr aussehen würde. Es sind beides Namen, die du vorhin genannt hast, was die PFF Top 20 angeht. Aber ich bin, ja, du, wie gerade gesagt, das ist, sind Namen, wo ich der ziemlich festen Überzeugung bin, dass wir sie nicht bei uns sehen werden, aber ich fände es nicht schlecht. Ich sage einfach mal, das wären David Njoku und Mike Gesicki. Das sind beides Größen, die in deren Offense eine große Rolle spielen, aber ja, die wir, ich denke, nicht bezahlen können bzw. wollen. Also für ein Team, was einen Pass-Catching-Tight-End sucht, wäre Mike Gesicki natürlich eine schöne Variante. Das Problem ist, dem musst du wahrscheinlich sowas Ähnliches wie einen 12 bis 14 Millionen Vertrag pro Saison hinlegen. Und sowas haben wir schon und das können wir definitiv nicht bezahlen. Definitiv nicht. Bei David Njoku könnte das schon anders aussehen. Der steht nämlich auch auf meiner Liste. Dem wird, weil die ja, diese letzten Spielzeiten sind nicht so gut gelaufen für ihn bei den Cleveland Browns. Hat jetzt gerade auch in dieser Saison zwar mal 16 Spiele gemacht, aber auch nur 670 Snaps gespielt. Nur mal im Vergleich. George Kittle liegt bei über 1000. Also von daher, da weiß man schon, wo es hingeht. Kommt dann auch nur auf 475 Receiving Yards. Im Jahr davor sogar nur auf 213 und 2019 sogar nur 41. Also womöglich ist der deutlich günstiger zu haben. Der wird projiziert mit einem Vertrag über die kommenden 4 Jahre für so 20 bis 25 Millionen. Und das ist schon zu viel, definitiv zu viel. Den könnte man sich nur leisten, falls sich dieses Vertragsschlösschen da sozusagen in Luft auflöst. Aber vom Ansatz her, vom Potenzial her, den dazu zu bringen, würde ich den gerne sehen. Dann steige ich mit meinem ersten Kandidaten ein. O.J. Howard, ehemaliger First-Round-Pick, kommt von Alabama, hat wenig gespielt in den letzten Jahren, wird projiziert mit einem Vertrag für ein Jahr, so ein sogenannter Prove-It-Deal für die nächste Saison, so roundabout 2 Millionen. Und die würde ich für den auf jeden Fall anlegen. Ja, bin ich komplett bei dir. Ich habe ihn tatsächlich auch eingekreist, aber dachte mir, ja, okay, ich bin nicht ganz sicher, wie das
finanziell ausschaut und wollte jetzt einfach mal Njoku und Gesicki nennen, weil ich die natürlich lieber hätte. Aber O.J. Howard für das Geld wäre ich komplett dabei, ja. Na, da ist ein nicht sonderlich guter Run-Blocker, das muss man sagen, aber da kann er sich sicherlich auch noch verbessern. Da sind schon mal hier und da ganz gute Spiele dabei, da sind dann aber auch ein paar große Aussetzer mit dabei. Aber was der kann eigentlich, der kann Bälle fangen. Das konnte der im College schon. Und der ist halt irgendwie in der Offense bei den Tampa Bay Buccaneers untergegangen. Natürlich, Rob Gronkowski wird ihn 2 Jahre lang ganz schön viel gekostet haben. Aber er hat sich auch vorher dort nicht so richtig durchgesetzt. Deswegen könnte es ein Prove-It-Deal werden, um dann zu schauen. Da könnte ich vielleicht einiges rausquetschen. Und wenn der den einen oder anderen guten Ball fängt, würde er auch für George Kittle auf jeden Fall mal ein paar Löcher stopfen, beziehungsweise aufreißen, nicht stopfen, aufreißen, das ist ja das Motto hier, das wollen wir ja gerade machen, weil dann hätte ich tatsächlich auch mal wieder 2 davon auf dem Feld und da könnte man gerade die Mitte gut attackieren mit beiden. Howard ist auch ein guter Route-Runner, ähnlich wie Kittle, und wenn man diese Routen dann auch mal ein bisschen mischen könnte, da hätte man tatsächlich einiges gewonnen. Dein zweiter Kandidat, wen hast du? Ich habe mir, genau, also mein zweiter Kandidat wäre O.J. Howard gewesen. Dann habe ich mir noch den bereits mehrfach angesprochenen, auch in der Vergangenheit, McCall Pruitt, habe ich auch noch mit eingekreist. Wie schon angesprochen, wird Free Agent, wird jetzt dann noch 30 Jahre alt, bevor die Saison losgeht. Sollte man definitiv in Betracht ziehen. Auf jeden Fall, der hat eine sehr gute Saison gespielt für die Tennessee Titans, sowohl im Run-Blocking als auch im Pass-Blocking war er ganz gut und hat da natürlich auch sogar den ein oder anderen Touchdown gefangen, nämlich sozusagen 3, und die waren auch gar nicht so unwichtig. Hat zwar im Endeffekt auch nur 18 Targets gesehen, aber aus diesen 14 Receptions hat er gemacht 145 Yards, sind auch 10,4 pro Schnitt, wäre jeweils dann auch ein First Down, also, und das auch nur in 479 Snaps, 16 Spiele dabei gewesen. Also den hätte ich gerne bei uns gesehen. Dafür hätte ich gerne vorher so einen Jalen Hurd oder irgendwen anders an die Luft gesetzt, um mit 4 Titans in die Saison zu gehen. Insbesondere, wenn der mir nur den ein oder anderen Pass-Blocking-Snap an, den ein oder anderen Run-Blocking-Snap von George Kittle abnimmt, dann wäre der auch mal wieder ein bisschen ausgeruhter, ein bisschen fitter, wenn es darauf ankommt, dass der tatsächlich auch mal einen Ball fangen muss und auch tatsächlich mal ein Big Play machen muss. Und ja. Den wäre auf jeden Fall ein Kandidat, den ich da auch noch mal wieder gerne sehen wollen würde. Hat ja auch bei den guten Tennessee Titans jetzt fast zum Minimum gespielt, eine knappe Million verdient, wenn mich nicht alles täuscht. Der würde auch gut ins schmale Portemonnaie passen. Ob mein nächster Kandidat da reinpasst, das ist noch ein bisschen fraglich. Da gehen die Projektionen schwer auseinander. Von den Carolina Panthers wird Ian Thomas tatsächlich Free Agent. Und ja, er kommt jetzt aus seinem Rookie-Vertrag heraus, wird 26 Jahre alt, hat in der letzten Saison alle Spiele gemacht, 703 Snaps gespielt, also auch recht viel. Gar nicht viele Targets bekommen, nämlich nur 30. 188 Yards gemacht, macht einen Durchschnitt dann auch knapp über 10. Keinen Touchdown, und eigentlich hatte man von ihm schon 2020 gedacht, dass der Durchbruch jetzt käme, dass man ihn dort mehr featuren wollte. Aber das mit dem Quarterback-Play, was da auch die Carolina Panthers in den letzten beiden Jahren hingelegt haben, das hat irgendwie alles nicht so gut geklappt. Er ist ein ganz passabler Run-Blocker, deswegen könnte ich mir den bei uns gut vorstellen. Der ist in der Pass-Protection, hier und da kann der auch mal einen aufnehmen. Ja, der hat viel Potenzial, den man noch ein bisschen zurechtbiegen müsste. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe mir schon was gedacht, dass wir, was die Titans angeht, nicht ganz so weit auseinander liegen wie die Running Backs. Ian Thomas habe ich tatsächlich auch bei mir auf der Liste. Ja, also den würde ich sehr gerne nehmen. Du hast es gerade schon gesagt, was die Panthers angeht, das Quarterback-Play in den letzten Jahren, die haben so ein bisschen die Seuche, einfach weil sie auch auf keinen grünen Zweig kommen. Die diversen Namen brauchen wir jetzt nicht großartig aufführen, denke ich. Aber das ist auf jeden Fall ein Mann mit Potenzial in meinen Augen, wo man auch eigentlich nur drauf warten kann. Das heißt, ist natürlich keine Garantie, aber wo man nur drauf warten kann, dass da mal eine Breakout-Season kommt. Falls sie denn jemals kommt, aber man könnte es ja mal versuchen, und wie gesagt, wenn da jetzt einer natürlich mit großen Geldscheinen wedelt und da sieht, das ist mein Tight End für irgendwas, den möchte ich unbedingt haben, dann ist man da einfach raus. Und aber falls es da um einen schmalen Deal geht, warum nicht? Also da könnte man tatsächlich mal drüber nachdenken. Apropos schmaler Deal, hast du noch einen schmalen Deal?
Ja gut, schmaler Deal. Also ich habe tatsächlich noch zwei Namen. Der erste Name wäre einer, der letztes Jahr zum schmalen Deal gespielt hat. Ich aber nicht glaube, dass man den dieses Jahr zum schmalen Deal verpflichten kann. Und zwar, das wäre ein gewisser Dalton Schultz. Hat bei den Dallas Cowboys gespielt. Ja gut, ich denke, das Thema kann man ad acta legen, weil er, denke ich, so einiges an Geld verlangen wird. Und der andere Name wäre Tyler Conklin von den Minnesota Vikings, wo ich mir tatsächlich nicht ganz sicher bin, wo es dort finanziell für ihn hingeht. Ja, das ist der erste ist, glaube ich, völlig außer Reichweite. Der bekommt aus meiner Sicht den größten Tight End Deal überhaupt in dieser Offseason. Da bin ich mir ziemlich sicher. Eine sehr, sehr gute Saison gespielt, war auch sehr wichtig für die Dallas Cowboys. Tyler Conklin war ja schnell nicht schnell verletzt, sondern er ist ja im Endeffekt in die erste Reihe gerutscht, weil sich Irv Smith ganz früh am Saisonanfang verletzt hat und ist deswegen auch viel gefeatured worden. Da ist natürlich die Frage, wie wollen die Minnesota Vikings weitermachen? Können die den halten? Wollen die den halten? Was könnte er kosten? Da gehen die Projektionen auch völlig auseinander, weil das ist auch wieder so ein Spieler mit einer guten Saison, der vorher nicht viel aufgefallen ist. Ne? Der hat jetzt mal 593 Yards gemacht, 3 Touchdowns hingelegt, 81% der Snaps gespielt. In den Jahren vorher nie mehr als 44% und davor auch nie mehr als 450 Yards gehabt und davor auch nur einen Touchdown gefangen. Also das ist wieder so ein Kandidat, wo du nicht weißt, spielt er jetzt weiter auf diesem hohen Niveau oder hat er jetzt einfach nur davon profitiert, dass eigentlich kaum jemand da war außer Justin Jefferson, der mal einen Ball gefangen hat. Müsste man mal tatsächlich abwarten und eben, wie groß ist die Nachfrage? Wäre kein so schlechter Kandidat aus meiner Sicht. Ist passabler Runblocker, da könnte man mehr erwarten. Aber das ist halt bei vielen so. Du wirst halt nicht das Komplettpaket bekommen. Das Komplettpaket ist halt teuer. So ist es. Aber der Mann ist 26. Du hast es schon gesagt, Runblocking ist eine Sache, die kann man auch weiterentwickeln. Da kann man drauf aufsetzen. Und es ist ja nur, weil er jetzt kein passabler oder kein guter Runblocker ist, heißt es ja nicht, dass er es nicht in 2 Jahren auch ist. Das könnte so sein, aber Minnesota Vikings ist ein gutes Stichwort, denn da hätte ich noch einen her und der könnte wahrscheinlich auch wirklich ein schmales Salär hergeben. Chris Herndon, den hatte ich in einem unserer Redrafts mir schon mal geangelt, sozusagen, weil ich den gerne haben wollte. Und der wird jetzt auch tatsächlich unrestricted free agent. Der bleibt auf jeden Fall nicht bei den Minnesota Vikings, glaube ich, weil er hat dafür auch zu wenig gespielt. Bei 16 Spielen dabei, 184 Snaps nur bekommen, das heißt nur 16% der Snaps auf dem Feld gewesen, 7 Targets nur bekommen. Hui, das ist natürlich extrem wenig für einen Spieler, der in der Saison davor noch 46 bekommen hat und sogar in seiner ersten Saison noch mehr bekommen hat, nämlich 56. Da hat er mal 502 Yards hingelegt, danach ist so ein bisschen der Karriereknick nach unten. Weil in seinem ersten Jahr in der NFL 2018 hat er 4 Touchdowns gemacht und in den 3 Jahren danach auch nochmal 4. Aber der bringt Potenzial mit. Der ist aus meiner Sicht jetzt schon ein besserer Runblocker als Tyler Conklin. Und da kann man natürlich auch noch drauf aufbauen. Insbesondere könnte ich mir bei dem vorstellen, da geht es gar nicht viel mehr als ein Prove-It-Deal, Minimum Salary, vielleicht mit einem Incentive-Deal dabei. Und Chris Herndon plus George Kittle, dann gerne noch Charlie Werner dabei. Aber ich muss halt vielseitiger werden in diesem Ding. Und schon hätte ich einen Tight End Room, mit dem ich echt gut leben könnte. Ja, dem stimme ich vollkommen zu. Also ich glaube auch, dass wir den nicht in lila-gelb bei den Vikings wiedersehen. Ich bin tatsächlich 2020, als er noch bei den Jets war, also als seine Karriere bei den Jets begonnen und war dort von 2018 bis 2020, bin ich schon mal über ihn gestolpert und habe mir gedacht, ja okay, ist eine sehr interessante Personalie, vielleicht langfristig vielleicht eine Option. Du hast es gerade schon gesagt, mit Kittle, Herndon und Werner wäre auf jeden Fall mal eine rosigere Situation als die Situation, wie sie jetzt gerade ausschaut. Ja, wir könnten jetzt natürlich noch sprechen über sowas wie Hayden Hurst zum Beispiel, aber der hat bei den Atlanta Falcons auch nicht unbedingt überzeugt, um es mal so freundlich zu formulieren. Wir könnten über Mo Alie-Cox sprechen von den Indianapolis Colts, aber das sind auch dann wieder Tight Ends, die mir einfach auch im Blocking einfach nichts bringen. Und da bin ich dann auch schon wieder davon weg. Wir könnten über Evan Engram sprechen. Unheimlich große Upside, aber auch verletzungsanfällig ohne Ende. Ich meine, sowas haben wir auch schon. Und außerdem wird der eigentlich höchstwahrscheinlich zu viel Geld bekommen. Das bin ich mir ziemlich sicher.
Bei den New York Jets wird ein gewisser Levine Toilolo wieder Free Agent. Der war schon mal bei uns. Ich weiß nicht, ob man den unbedingt zurückbringen sollte. Und dann wird's echt eng. Man könnte über Blake Bell sprechen. Der wäre auf jeden Fall von den Kansas City Chiefs nochmal eine günstige Variante. Und dann wird's schon übel. Ne? Ricky Seals-Jones zum Beispiel. Ja, schön. Ein gutes Spiel und 15 schwache brauche ich dann auch nicht. Und danach wird die Nummer schon echt dünn. Auf jeden Fall, also sehr, sehr viele Namen, die man, wenn man jetzt nicht so tief drin ist, noch nicht gelesen hat. Ein Name vielleicht noch, der gerade 2020 und 2021 so ein klein wenig Fuß fassen konnte. Wir haben Mike Gesicki schon angesprochen. Dahinter gibt es noch einen gewissen Durham Smythe. Wird auch Free Agent. 2018 gedraftet worden bei den Dolphins in den ersten beiden Jahren. Zusammen 25 Targets, kein Touchdown. 2020 und 2021 zusammengerechnet 70 Targets für fast 600 Yards. Man sieht eine Entwicklung. Ist vielleicht ein Name, den man sich merken kann. Wäre auf jeden Fall eine Alternative zur Alternative. Sollten die Los Angeles Chargers einen gewissen Donald Parham nicht zurückbringen, der wäre exklusiv Rights Free Agent, wäre der auch noch eine interessante Nummer. Der hat in dieser Saison den großen Entwicklungsschritt nicht gemacht, weil man ihm den alternden Cook vor die Nase gesetzt hat. Und das könnte in der kommenden Saison vielleicht auch immer noch so bleiben. Ansonsten sieht's echt übel aus. Also einen Will Disley von Seattle würde ich nicht unbedingt verpflichten wollen. Einen Jordan Akins von den Houston Texans würde ich nicht unbedingt verpflichten wollen. Und was da sonst noch so auf den Markt kommt, ja, also es sieht echt nicht so rosig aus auf Tight Ends. Und da kann man aber auch definitiv schon sagen, das wird im Draft auch nicht groß anders aussehen. Da ist wieder ein, zwei gute oben an der Spitze dabei und danach gibt es aber einen steilen Abfall nach unten. Auf jeden Fall, da bleibt es wieder abzuwarten, welche Spieler dort Kyle Shanahan und John Lynch aus dem Ärmel zaubern, was für ein Teil in Runde 5 gepickt wird und wie tief er dann einschlägt. Falls man da überhaupt noch einen Tight End pickt und man nicht eher darauf schaut, was geht denn vielleicht auch bei Undrafted Rookie Free Agents. Da könnte natürlich auch wieder ein Running Back herkommen, um den Anfang von dieser Folge nochmal wieder ein bisschen ins Mittelpunkt zu rücken. Auch da waren die 49ers in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich. Jetzt gerade im letzten Jahr mal nicht, da ist nicht so gut. Da hatten wir auch nur noch 4 Kaderplätze über. Da war die Auswahl natürlich dann auch geringer. Da war ein Wide Receiver bei und den ist von Wes Welker auch nicht wirklich weiterentwickelt worden. Dem hätte man das zutrauen können, aber das hat auch nicht funktioniert. So, dann war das jetzt die Folge zu den Running Backs, sozusagen die Review und den Ausblick in Richtung der Free Agency plus den Tight Ends. Haben wir schon mal die Quarterbacks, die Running Backs, die Tight Ends schon mal durch. Und dann gucken wir in den nächsten Folgen auch vor allem mal auf die Defense. Aber natürlich wird es auch Wide Receiver und Offensive Line geben, ist ja gar keine Frage. Und dann bewegen wir uns schon immer näher jetzt in Richtung des Start des neuen Liga-Jahres. 16. März ist eigentlich so der nächste große Termin, der im Endeffekt ansteht. Und ja, bis dahin wollen wir das natürlich alles durchhaben. Und danach geht es natürlich auch in Richtung Draft und auch wieder zahlreiche Gäste, gerade Richtung Draft. Und da freuen wir uns drauf. Und Ben, letzte Worte zu Running Backs, Tight Ends oder überhaupt? Meine letzten Worte dazu, also es ist definitiv Potenzial da, das wissen wir alle. Wir haben Skill-Player, die so einiges an Erfahrung, an Stats aus den vergangenen Jahren mitbringen. Und es bleibt abzuwarten, wo es aus dem Draft und aus der Free Agency hingeht. Und ich freue mich sehr drauf, bin mir ziemlich sicher, dass unsere Offense da zum nächsten Jahr sehr gut aufgestellt sein wird und dass Trey Lance dort vernünftige Spieler an seiner Seite haben wird. Und da freue ich mich sehr drauf, bin sehr gespannt. Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Entwicklung und der Bezug zwischen Quarterback und Tight Ends weitergehen wird. Aus der kleinen Sample Size der 2 Spiele mit Trey Lance konnte man eher sehen, dass da eher die Bälle in Richtung Wide Receiver und Running Backs gehen und nicht so sehr in Richtung Tight Ends. Es wird spannend sein zu verfolgen, ob das auch in der kommenden Offseason bzw. in der Saison 2022 auch so sein wird. Dann muss man den Kittel-Vertrag noch viel deutlicher hinterfragen aus meiner Sicht, falls er nämlich dann nicht mehr der große Mittelpunkt dieser Passing Offense sein sollte. Vollkommen richtig. Dem ist nichts hinzuzufügen. Schön, das warten wir ab. So werden wir sehen, was sich in den kommenden Wochen tut.
Wir warten natürlich auch täglich eigentlich auf die Bestätigung von neuen Coaches oder vielleicht auch dem einen oder anderen Spieler, der noch einen Vertrag bekommt. Gerade mit Lake und Tomlinson sollte man nach Möglichkeit noch relativ schnell einig werden. Dann würde man nämlich ein bisschen Geld sparen von den Void Years, die hinten dran hängen. Warten wir ab, was sich da noch ergeben würde. Wenn es was ganz Aktuelles gibt, gibt es vielleicht eine Quick Reaction von uns. Ansonsten hören wir uns im Laufe der Woche mit der nächsten Folge wahrscheinlich schon am Freitag wieder. Müssen wir mal abwarten, aber definitiv am nächsten Montag. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Ja, leider jetzt erstmal kein Football, aber wir gucken euch so gut wie möglich, was mit News anbelangt, auf dem Laufenden zu halten und uns weiterhin natürlich immer wieder mit Football zu beschäftigen. Oder, Ben? Das sehe ich vollkommen genauso und es sind ja nur noch 208 Tage, bis wir wieder unsere Niners spielen sehen. So sieht's aus. Sind ja nur noch, wie du gerade gesagt hast, ist ja fast morgen und von daher verkürzen wir uns die Zeit natürlich wieder mit Heart of Chrome, gar keine Frage. Kalifornien können wir alle gebrauchen, weil nach 2-3 Tagen Sonne, die man hier mal so halbwegs hatte, ist der nächste Sturm hier schon wieder zumindest über NRW gezogen und auch heute war hier schon wieder nur, naja, grauer Himmel. Also ich bin dann doch eher lieber in Kalifornien am Strand und mache mir da warme Gedanken. Heart of Chrome, Kalifornien, schöne Woche, macht's gut, bis bald. Macht's gut, ciao.